Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Zu unserem Twitch-Livestream hier von der CCXP in Köln. Dieser Livestream hat leider etwas später angefangen, als wir das geplant haben. Dafür sind wir jetzt aber auch so richtig live. Und ich hoffe, ihr seht uns und ich hoffe, ihr bleibt bei uns. Weil wir sind jetzt hier für 4 Tage. Verrückt, oder? Ja, wirklich mehr oder weniger komplett live. Also bis auf die Zeit, wo wir schlafen. Da haben wir die Kameras bisher noch abgeschaltet. Das hat dir noch keiner gesagt? Das, also in deinem Hotelzimmer die Kamera? Das mit genug Klicks werden wir über eine Kamera im Hotel reden. Aber bis dahin werden wir euch auf jeden Fall unterhalten. Zunächst mit Aventuria und danach mit, was haben wir heute noch? Hexen. Haben wir noch ganz wir viel haben noch das Hexenpakt aus, wo wir den Inhalt von dem letzten Crowdfunding nochmal genau zeigen. Genau. Ja, von Hexenjagd. Und dann haben wir noch unser Let's Play für Finstere Herzen, unsere Hexen 1733 Kampagne. Und da müsst ihr auf jeden Fall dabei sein. Ab 18 Uhr. Also auch die Leute, nicht nur die Leute, die hier gerade bei Twitch zu gucken, hallo Twitch, sondern auch ihr, ne? Ja, ja. 18 Uhr. Also ihr könnt die nicht hier sehen, aber wir sehen die. Da stehen hunderte von Leuten. Ja. Hallo. Ich habe schon ganz viel Angst. Ja, also macht mal ganz viel Lärm. Ja, nicht so weit nach vorne, nicht so nach vorne. Ja. Also, aber wir haben auch eine ganze Menge zu berichten hier von der Veranstaltung. Aber hallo. CCXP, Nachfolgeveranstaltung von der RPC. Und wir haben uns einen Stargast mit dazu geholt. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Hallo, Johannes. Ja. Ja, ich bin der Johannes von Hand und Kron. Wie ist denn hierher verschlagen? Ja, ihr habt uns eingeladen. Nein. So was tun wir. Nein, ja. Vor allem, wie ihr vielleicht wisst, ihr habt uns hier eingeladen und wir haben euch nach Berlin eingeladen und ihr habt sogar gesagt, ihr kommt. Ja, das stimmt. Und ja, weil nämlich auf unserer eigenen Veranstaltung, Berlin Brettspielcon, gibt es ja jetzt auch, jetzt müsst ihr mich echt aufklären, heißt es jetzt Radcon oder Redcon? Das heißt eigentlich, also wenn man es richtig sagen würde, wäre es eigentlich die Radcon. Ja. Ich sage nämlich auch Radcon. Das ist ja nach Ratingen benannt. Ja. Da ist nämlich, da kommt die Original her. Aber es ist natürlich die Redcon. Es ist die Redcon, genau. Die Redcon. Weil ich wurde verbessert. Also ist ja schon lange nicht mehr in Ratingen, so richtig lange nicht mehr. Ja. Und Ratingen war auch mal eine ganz schön rattige Location, muss man sagen. Ja, also es ist echt, also die war echt winzig. Ja, es war auch nicht lange da. Also ja, es ist von so. Daher komm. Inzwischen ist es die Redcon. Genau. Und wir sind total dankbar dafür, dass ihr uns eingeladen habt und wir jetzt die Möglichkeit haben, eine Redcon Berlin zu veranstalten. Genau. Was heißt das jetzt quasi auf der BerlinCon? Voll Rollenspiel abgeht. Was geil. Wirklich eine Premiere ist für uns, was wir voll cool finden. Genau. Aber das ist schon Zukunftsmusik, ja. Aber natürlich, ja, 19. bis 21. Juli findet das Ganze statt. Das wird mega, mega cool. Und das ist völlig wurscht, ob ihr Brettspieler seid, ob ihr Rollenspieler seid oder ob ihr noch gar nichts davon seid. Ihr solltet auf jeden Fall vorbeikommen und uns dort besuchen und ganz, ganz, ganz viel zocken. Absolut. Genau. Wir haben auch da wieder ganz, ganz viel tolles Programm. Der Michael und der Dominik haben ja letztens schon tatsächlich auf Twitch davon erzählt, was wir alles in Berlin machen werden. Und auch da gibt es wieder ganz, ganz viele tolle Sachen. Unter anderem haben wir das Gasthaus zum rollenden Würfel da. Mhm. Und das ist deswegen interessant, weil nicht nur die in Berlin bei uns auf der Radcon sind, sondern nächste Woche Mittwoch mit dem Alex Spohr aus der DSA-Redaktion DSA bei uns im Stream spielen. Und ich freue mich da sehr drauf. Das sind coole Jungs, die aus Berlin. Es wird eine großartige Veranstaltung. Ja, auf jeden Fall. So viel geile Action. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch ganz tolle Sachen. Ja, Flohmarkt. Alles Mögliche, ja. Also natürlich haben wir, ist alles viel größer geworden. Ja. Ja, also wir haben jetzt im Prinzip doppelt so viele Aussteller wie letztes Mal, was die Brettspiele jetzt angeht. Ja, also eine fast dreifache Fläche. Ein riesen Flohmarkt natürlich, eine große Panelbühne, wo auch einiges abgeht. Zum ersten Mal mit euch zusammen machen wir ja auch eine Auktion mit, beziehungsweise ihr bringt die Auktion zur BerlinCon, ja. Das ist ja sozusagen eigentlich eine Redcon-Idee. Wir bringen so den Flohmarkt, das wo man so bring geil and buy, das muss man sich vorab anmelden. Das ist nicht so, dass man selber da einen Stand hat, sondern man meldet sich vorher an, schickt eine Liste ein von Spielen, kommt dann mit den Spielen hin, gibt es ab. Und es wird für einen verkauft, was echt cool ist, weil man sozusagen dann trotzdem die ganze Zeit selber zocken kann, machen kann. Und am Ende kommt man einfach, holt sein Geld ab und die restlichen Spiele natürlich. Und das Spielen sind. Geile dabei ist ja, dass das nicht bloß einfach eine Auktion ist. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Pff, danke, du hast ein Spiel gekauft. Nächstes Spiel, 5 Euro. Danke, tschüss. Es ist ja tatsächlich, es lohnt sich auch, zu dieser Versteigerung zu kommen, wenn man weder kaufen noch verkaufen will. Weil es ist schon echt
sehr witzig dabei zu gucken. Der Unterhaltungswert von so einer Versteigerung. Ja, wenn man die nicht erlebt hat, dann muss man sie mal erleben. Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch eine schöne Anekdote, finde ich. Ne? Weil da waren wir uns ja absolut einig, ja, auch wenn wir uns vorher nicht abgesprochen haben. Ja, das machen wir diesmal. Ja. Wir wollen eine Versteigerung wie auf der GenCon. Wie auf der GenCon, auf jeden Fall. Genau. Und natürlich haben wir auch wieder diesen großen freien Spielebereich. Ja? Auch die RedCon ist ja, also wir haben ja zwei Bereiche. Wir haben ja einen richtigen Ausstellerbereich, wie auf der GenCon auch, der quasi so bis 19 Uhr immer offen hat. Und am Samstag geht es aber halt zocken bis 2 Uhr nachts, bei euch natürlich auch. Ja. Ja? Die RedCon hat natürlich auch so lange offen. Und am Freitagabend ist ebenfalls Beginn abends schon, neue Eröffnungsveranstaltung und eine extra Game Night. Allerdings das quasi ein bisschen limitiert auf die Leute, die sich dann auch eine Badge holen für die ganze Zeit. Weil wir da halt auch wollen, dass es nicht, dass da jeder einen Platz kriegt. Und ja, genau. Ihr verleiht einen fetten Preis, oder? Ja, und das ist sozusagen das ganz heiße, der ganz heiße Shit ist, dass wir erst jetzt vor ein paar Tagen enthüllt haben, dass es auch einen neuen Preis geben wird, den wir an diesem Abend verleihen werden. Leider nicht für Rollenspiele. Soweit sind wir noch nicht. Noch nicht, aber ist sehr interessant, weil es ist halt ein Preis auch gar nicht für Spiele im ersten Sinn. Also wir haben gar nicht die Kategorie Rollenspiele, sondern wir verleihen ja einen Preis für Personen. Wir geben einen Preis Best New Publisher of the Year, Best New Designer of the Year. Ja? Aber auch Publisher of the Year. Also wenn ihr jetzt sozusagen einen nach dem anderen rausgehauen hättet. Na komm, wir haben Victoria. Ja. Ja, nein, nein. Also, ja, und Designer of the Year. Also es ist wirklich sozusagen die Idee, Personen auszuzeichnen und durchaus auch für mehrere Sachen. Also es gibt natürlich da, ich kann es jetzt noch nicht verraten, aber Anfang der Woche werden die Nominierten bekannt gegeben. 4 werden nominiert pro Kategorie. Und es gibt welche, die sind nur für eine Sache nominiert. Aber es gibt eben auch gerade bei Designer of the Year, ja, kann man sich vielleicht auch schon denken, wer da vielleicht auch in Frage kommt. Die haben halt einfach ein krasses Jahr gehabt. Die haben einfach viele Sachen rausgebracht, die wirklich gut waren. Ja? Aber, na, und das ist halt sehr interessant, weil ich glaube, es gibt so einen Preis noch nicht im Brettspielbereich, wo wirklich eben die Namen, ja, nicht die Schachteln, wir haben ja keinen Preis für Schachteln. Gut, die Namen kriegen den Preis für ihre Schachteln, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Ja, also, ja. Es ist einfach ein Unterschied. Ja? Und da freuen wir uns sehr drauf, das wird sozusagen der Hauptbestandteil des kleinen Eröffnungsevents, aber auch nicht ewig, eine Stunde und dann dürfen noch alle spielen. Ne? Wir wollen euch nicht vom Spielen abhalten. Du weißt ja, wie es ist. Ne? Sobald eine Veranstaltung ihren eigenen Preis vergibt, hat sie es geschafft. Ja. Also, das muss man ja ganz klar festhalten. Was vergeben wir für einen Preis? Ja, hattet doch auch eine, hattet ihr nicht auch mal so einen Preis? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ihr könnt euch da anschließen. Wir haben da tatsächlich sogar auch schon Pläne und Überlegungen, aber keine dieser Pläne und Überlegungen sind schon so weit, dass wir damit anfangen können. Also wir überlegen. Die sind Character einfach noch nicht reif. Year. Character of the Year. Ja, das ist ultra schwierig. Cat of the Year. Character. Ja, aber das ist, also dann müssten wir ja den Leuten offiziell approven, dein Charakter ist gut oder nicht. Ja, man kann sich dafür bewerben. Hier, guck mal, wie cooler Charakter. Ja, aber ich weiß nicht. Ich muss euch nicht, ihr werdet das schon machen. Hallo? Mehr Gäste? Ja. Auch hier? Nein, auf jeden Fall ist alles sehr spannend. Checkt unsere sozialen Medien für weitere Updates, ne? Deren Medien für euer Programm, wobei wir das auch nochmal bei uns auch sicherlich noch ein bisschen, aber genau, unsere Medien für unser Programm, Homepage und so weiter, Hunter und Kron, aber wir haben inzwischen auch eigene Kanäle für die BerlinCon, Facebook, YouTube. Das macht der Alex in erster Linie, den habe ich letztens so mit, ganz stylisch mit Handycam, hey, hallo, ich bin an der Location. Genau. Guter Mann. Ja. So, jetzt aber ganz kurz, was haben wir noch? Wenn ihr noch nicht hier seid, kommt vorbei, es lohnt sich. Also wir haben einen wirklich schönen großen Stand für euch aufgebaut. Ihr könnt mit allen möglichen von unseren Leuten reden. Die Kollegen von Hatter und Kron haben ihren eigenen Bereich. Da, ja? Genau, viele Freunde für die Feten kann man spielen bei uns und kaufen. Ja, wir haben den lohnt sich auf jeden Fall vorbei. Andy Law sitzt bei uns. Ich krieg noch eins. Ne? Ja, wie ihr verkaufst das? Andy Law sitzt bei uns am Stand. Andy Law ist bei uns. Wir sind Andy sehr Law, stolz, dass er hier ist. Mit Sicherheit, wenn ihr im Warhammer-Bereich unterwegs seid, wart oder vorhabt es zu sein, solltet ihr dringend vorbeischauen. Der kann euch alles über das neue Warhammer Fantasy-Rollenspiel erzählen, aber was hallo. Wir auch auf Deutsch rausbringen werden. Und darüber hinaus haben wir noch die Kollegen von Eevees Welt da. Also von daher. Eevees Geeks and Nerds? Craft ich glaube. Eevees Craft World. Eevees Craft World. Genau. Und wir tolle haben. Supplies, tolle Sachen, lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuschauen. Wir und haben Countdown aus Landsberg am Lech hier. Ja. Die Kollegen haben reingeschaut. Sarah, ob wir sie Maria. Auch ja, haben wir. Sven, Jürgen. Die machen den Escape Room, einen Escape Room hier auf der Veranstaltung. Wir haben sogar zwei davon, wo man rein kann. Und nachdem wir sie jetzt erwähnt haben, dürfen unsere Kollegen hoffentlich auch wieder raus. Ja. es ist, und das ist das Geile, es sind DSA-Escape-Rooms, die wir haben.
Es genau. Einer ist DSA, das Schiff der verlorenen Seelen. Ja. Großartig, ein schiffförmiger Escape Room, wo bisher echt ganz wenig Leute nur drin verhungert sind. Ja. Und ihr dürft sie rauslassen. Die Bibliothek. Ach so, okay. Okay, das müssen Sie wohl selbst schaffen. Habt ihr da schon Mitarbeiter drin verloren? Okay. Sie dürfen nicht drüber reden, alles klar. Ja, das ist auch wahrscheinlich hier vor der Kamera nicht gut. Also. Jetzt fangen wir aber an. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Ihr müsst noch kurz sagen, wie es funktioniert und dann geht's los. Alles klar. Wir spielen heute für euch Aventuria, das Abenteuerkartenspiel. Wenn ihr Aventuria noch nicht gespielt habt, aber das schwarze Auge kennt, dann habt ihr schon sehr, sehr viel über das Spiel gelernt, weil wir spielen in der Welt des schwarzen Auges und wir spielen mit einem einzelnen Helden. Also es ist ein Abenteuerkartenspiel, wo man wie beim Rollenspiel auch einen einzelnen Helden verkörpert. Wir haben hier das Material aus dem Grundspiel, wir haben keins von den Erweiterungssets mit dabei, wir haben auch nicht den fancy Stuff, den wir gemacht haben, mit den zusätzlichen Matten und den Acrylmarkern und sowas. Weil das letzte Mal, als wir das gemacht haben, gab es ein bisschen Verwirrung bei ein paar von den Kollegen da draußen. Das tut mir herzlich leid. Ich entschuldige mich gerne an dieser Stelle nochmal, dass wir den Eindruck erweckt haben, dass das alles mit in der Box ist. Aber das ist nicht der Fall. Das wäre viel zu viel Material. Aber es ist ja genug in der Grundbox, ist schon viel drin. Ja. Wir haben jetzt hier nur das Material, was wir für dieses Szenario brauchen. Wir spielen das nach dem Abenteuermodus. Das ist auch der große kooperative Modus, der in dem Spiel mit drin ist. Man kann es theoretisch auch im Duellmodus spielen. Da spielt man mit einzelnen Helden gegeneinander. Das ist aber mehr so der Intro-Modus, wo man die Regeln kurz kennenlernt. Aber du bist Experte. Kein Problem. Ich bin mir sicher, das schaffen wir auch so. Das kriegen wir hin. So, wir haben vier verschiedene Helden. Wir haben zum Beispiel Amosh, Sohn des Angrax, unseren Zwerg. Wir haben Mirhiban, unsere Zauberin. Wir haben Lalariel, unsere Elfin, und Carolan, unseren halbelfischen Streuner. So, du bist der Gast, du darfst dir aussuchen, wen du spielen magst. Ach, ich nehme hier gleich mal diesen langbärtigen Zwerg. Der sieht sehr gut aus. Ja, sehr Handwerk gut. 14, da fühle ich mich sofort wieder. Da fühlst du dich drin wohl, sehr gut. Ja. Ich nehme Mirhiban. Mirhiban, ja. So, das sieht super aus. Und ich nehme mir Carolan, weil auf Streuner, da geht immer was. Gut, also wir haben unsere drei Helden. So, dann direkt die Regeln. Was haben wir hier? Wir haben folgende verschiedenen Karten. Wir haben zum einen zwei Karten für unseren Helden. Das ist zum einen die eigentliche Heldenkarte und einmal die Talentkarte. Die Talentkarte benutzen wir nur innerhalb des Abenteuermodus. Und das sind die beiden Seiten, die wir nach oben packen. Das heißt, wir haben einmal hier den Helden, wir haben einmal die Talentkarte. Es gibt zwei verschiedene Seiten. Einmal mit der Sonderfertigkeit drauf. Wenn du die rumdrehst, wirst du sehen, steht drauf, dass sie weg ist. Das heißt, wenn du sie dann benutzt hast, die kannst du einmal pro Spiel einsetzen, dann wird die Karte einfach rumgedreht. Alles klar. So, dann haben wir hier unsere Lebenspunktkarten. Und das sind einfach Zähler. Das heißt, die werden am Anfang so angelegt, ich habe 40 Punkte. Genau, zack. Wir haben alle 40, ja. Wir fangen mit 40 Punkten an. Fängst mit 40 an, ja. Genau, that's it, 40 Punkte. Und dann haben wir ein Deck aus 30 Aktionskarten. So, die 30 Aktionskarten werden gleich gemischt. Ich erkläre euch aber kurz, was ihr hier seht. Wir haben zwei verschiedene Sorten Karten. Zum einen haben wir die schwarzen Karten und wir haben die roten Karten. Die schwarzen Karten sind dauerhafte Karten, die werden in deinen Spielbereich gespielt, bleiben ausgelegt, bis du sie wahlweise wegwirfst oder umwandelst oder sie entfernt werden aufgrund von dem Spieleffekt. Die roten Karten sind einmalige Karten, die spielst du einmal aus, dann gehen sie auf deinen Ablagestapel. Okay. So, jede dieser Karten ist automatisch entweder zu spielen für den Effekt, den man auf der Seite sieht, oder am Anfang jeder Runde als Ausdauer. Das heißt, ich würde die Karten so hinlegen und das sind meine Ausdauerkarten. Ich kann bis zu zwei Ausdauerkarten pro Runde ausspielen und die braucht man auch, weil mit denen bezahlt man die Kosten hier oben in der Ecke. Also, von daher, deine Karte hat mehrere Funktionen. Und am Anfang wirst du feststellen, du willst eigentlich gar keine von diesen Karten runterspielen als Ausdauer, weil die kannst du dann ja nicht mehr ausspielen. Aber du musst es tun, sonst kannst du nichts ausspielen. Verstehe. Ah, okay. Und dann muss ich Ausdauer ansammeln, um diese teuren Kosten zu bezahlen. Du hast die jede Runde wieder. Jede Runde erholt sich die Ausdauer wieder. Das heißt, in der ersten Runde hast du bis zu zwei Ausdauer draußen, in der zweiten Runde bis zu vier, in der dritten bis zu sechs. Aber irgendwann kommst du natürlich auch an den Punkt, wo du keine Ausdauer mehr ausspielen möchtest, weil du auch dann vielleicht sagst, ich habe jetzt genug. Und dann kannst du dir darauf verzichten. Ich kann mir auch aussuchen, welche Karten ich als Ausdauer spiele. Die werden nicht gezogen, sondern die werden von deiner Hand ausgewählt. Ja. Da musst du dich immer entscheiden, welche nehme ich jetzt. Was noch wichtig ist, es gibt Karten, wenn sie unten sind, die können für Angriffe benutzt werden. Dafür gibt es zum Beispiel hier bei mir den Langdolch. Damit könnte ich Nahkampfangriffe ausführen, weil wir sehen hier auf unserem Charakter, wir haben bis zu drei verschiedene Angriffe. Das ist Nahkampf, Fernkampf und Magie.
Unsere beiden Helden haben keine Magieangriffe, weil wir keine Magie beherrschen. Aber Mihi Bam hat natürlich einen magischen Angriff. So. Ich habe gerade schon geguckt, da sind echt coole Sachen dabei. Ja, du kannst eine Menge geilen Scheiß. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen einfach mal ganz, ganz direkt an. Mischen mal unsere Karten, weil dadurch, dass wir den Abenteuermodus spielen, geht es gar nicht mit dem Kampf los, sondern mit einer Erzählphase. Das heißt, wir haben erstmal Story. Soll ich? Okay. Ja, bitte doch. Wir spielen nämlich heute Silvanas Befreiung. Kannst du dich noch an Silvanas Befreiung erinnern? So ganz, ganz altes DSA 1. Ich habe ja ganz altes DSA 1 tatsächlich noch mal gespielt, aber daran kann ich mich, glaube ich, wirklich nicht mehr erinnern. Das ist das Einsteigerabenteuer, das erste Gruppenabenteuer aus der ersten Box. Oh, ich glaube, die habe ich nie. Silvanas Befreiung. Ihr kennt's, ne? Wer kennt das nicht? Das ist großartig. Du wirst feststellen, das ist ein ganz klein wenig absurd. Okay. Es ist aber DSA 1. Es ist DSA 1, es genau. Muss absurd sein. Das heißt, wir spielen das jetzt einfach mal runter. Wir haben eine schöne Story, die wird dann erstmal vorgelesen. Und dann können wir auch Tests machen. Also da sind viele Rollenspielelemente auch mit drin. Und sehr dann gut. Gehen wir eben hier in den Kampfmodus und dann erkläre ich den Rest. Am besten finde ich, dass es Silvanas Befreiung heißt. Man denkt also, man sieht als erstes Silvana. Ich hoffe nicht. Ja. Also ich meine, wenn man das... Das also ist nicht jetzt, Silvana. Das ist nicht Silvana. Alles klar. Los, gib alles. Havena im Jahr 993 Bosperans Fall. Euer Freund Alrik hat euch herbeigerufen, um ihm bei der Befreiung der schönen Silvana zu helfen. Ja, klar. Die von heimtückischen Piraten entführt wurde. Die Spuren führen über eine Leiter in eine unterirdische Kelleranlage. Unterdessen fällt Alrik ein, dass er eine dringende Angelegenheit zu erledigen hat und er verabschiedet sich eilig, noch bevor ihr dazu gekommen seid, die Tür zum ersten Kellerraum aufzustoßen. Der weiß halt, wen er dafür braucht. Ja. Nein, es ist Alrik. Es ist Alrik. Alrik macht sowas immer. Ja. Hinter der Tür blickt ihr in das Gesicht eines runzligen, blauhäutigen Kobolds in einem leuchtend gelben Lendenschurz, der sich gerade in einer Gruppe von Goblins unterhält. Nach einer kurzen Schrecksekunde deutet der Kobold in eure Richtung und ruft den Goblin zu: Schnappt sie euch! Danach macht er sich unsichtbar. Wir haben doch gar nichts getan. Ja, wir sind in ihre Kelleranlage eingedrungen. Was sie immer haben, ja? Die Goblins schauen sich einen Moment relativ unsicher an und ergreifen dann hastig die Flucht. Ah ja, klar, ja. Schnell setzt er ihnen nach. Wir kommen zur ersten Probe. Okay. Jeder Held führt eine Körperbeherrschungsprobe durch. Gut, jetzt sind wir bei den Talentproben. Dafür haben wir nämlich hier unseren Vater. Und da haben wir verschiedene Talente drauf. Und eine ist Körperbeherrschung. Muss ich? Du musst. Du bist zwar nicht gut, aber du musst trotzdem. Jeder muss. Das heißt, wir nehmen jetzt einen 20-seitigen Würfel. Und wenn ihr das Ergebnis, was da drauf, also die Zahl, die ihr habt, oder niedriger würfelt, dann habt ihr es geschafft. Wenn ihr höher würfelt, habt ihr es nicht geschafft. Wenn ihr eine 1 würfelt, was in dem Fall das Augensymbol hier drauf ist auf dem Würfel, ja, dann ist das ein kritischer Erfolg. Wenn ihr eine 20 würfelt, ist es ein kritischer Misserfolg. Da haben wir im Auto gerade drüber gesprochen. Warum ist es eigentlich so, dass bei Dungeons & Dragons es genau umgekehrt ist? Die Antwort ist sehr einfach. Die Vorgabe von Schmidt-Spiele bei der Entwicklung des Spiels war, das muss anders sein als bei D&D. Deswegen wurde es bei DSA rumgedreht. Das Alter, das waren die 80er Jahre. Das ist die Erklärung. Man kann ja auch, da sind noch andere, sagen, viel schlimmere Dinge passiert. So, Note 1. Ja, viel besser gut und so weiter. Bestanden. Ja, nein, das wäre langweilig und einfach und auch ein bisschen logisch. Ja, nein, ja. Das müsste nur anders sein. Und das war ein einfacher Weg, es anders zu machen. Ja, ja, alles klar. Möchtest du uns beweisen, dass du niedrig würfeln kannst? Ja, natürlich kann ich niedrig würfeln. Eine 9. Das ist niedriger als 10. Das ist gut. Das ist also einmal geschafft. Hallo Jenny. Da ist gerade die Jenny Lux vorbeigegangen. Sehr die, gut, hallo. White Wolf Community Managerin. Ich habe eine 20 gewürfelt. Das hast du hervorragend gemacht. So, nur um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Ja, ja, es ist nur, damit wir das zeigen. Seine Körperbeherrschung als halbelfischer Streuner ist natürlich eigentlich hoch, aber das kann man trotzdem so richtig verkacken. Eigentlich müsste ich jetzt eine 1 würfeln. Ja, nur um es zu zeigen, wie es geht. Nee, es ist eine 1 mit dabei, aber es ist eine 10, was bei 8 nicht reicht. Ich hab's beide nicht. Ich hab's auch nicht. Nein, also alles ich klar. Ich hab den kritischen Misserfolg, du hast einen Erfolg. Und jemand hat es geschafft. Ihr seid ja eine schöne Party. Ich lese jetzt vor, was passiert. Schande. Erfolg. Du schnappst dir einen Goblin, ja, klar, aber er reißt sich los und rennt davon. Die Leiter hinauf auf die Straße, wo er in den Nebeln der Unterstadt verschwindet. Ein Goblin weniger, um den ihr euch kümmern müsst. Ah.
Sehr gut. Misserfolg, das bin ich dann wohl. Du bist nicht schnell genug und einer der Goblins entkommt. Für jeden Helden, der eine Körperbeherrschungsprobe nicht bestanden hat, wird die Karte Feiger Goblin aus dem Schergendeck herausgesucht und bereitgelegt. Er wird beim folgenden Kampf als zusätzlicher Scherge dabei sein. Okay. Also zwei, oder wie? Ja. Ja, weil zwei es nicht geschafft haben. Kritischer Misserfolg. Oh, das bin ich. Du stolperst, stößt dir an der niedrigen Decke den Kopf, bevor du den vor dir anvisierten Goblin schnappen kannst. Du verlierst 2 Punkte Leben. Toll. Super. Zusätzlich treten die Auswirkungen wie unter Misserfolg ein, aber das haben wir ja schon. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Das heißt, super, wir haben es richtig drauf. Wäre so ein Komiker-Schelm, oder? Es könnte auch ein Schelm sein, dann hätte ich aber zum Glück auch Magie. Ist ja kein Schelm, ja, stimmt. So ein komischer... Witzigerweise passiert mir das immer, wenn ich diesen Helden spiele. Also das ist jedes Mal dasselbe. Entschuldigung, aber warum nimmst du ihn dann? Weil der cool ist. Aha. Also halbelfische Streuner, das ist so der Archetyp eines coolen Helden für mich. Ja. Im Prinzip hast du gerade gesagt, dass du und cool nicht zusammenpassen. Eigentlich bin ich der grob Schlechtige. Sag mal, was machst du eigentlich heute Nachmittag, wenn wir fertig sind? Feierabend! Sehr gut, okay, alles klar. Wir haben 2 feige Goblins, die zusätzlich noch mit ins Spiel kommen. Ja. Und jetzt geht's weiter mit der Story. Ihr dringt tiefer in die Kelleranlage vor. Der Tumult mit den Goblins scheint die anderen Bewohner aufgeschreckt zu haben, denn ihr begegnet keiner Menschenseele. Ihr findet verlassene Unterkünfte und eine Reihe von Gefängniszellen, die aber leider alle leer sind. Wenn man einmal zum zerfallenen Skelett eines unglückseligen Ex-Insassen absieht. Was machen die alle da unten? Wir führen jetzt alle eine Sinnesschärfeprobe durch. Okay. Oh, können wir looten? Ah, nee, ja doch, das könnte sein. Unter Umständen jetzt, kannst du jetzt looten, wenn du nochmal... Jetzt geht's mich zum Suchen. Komm, zeig, wie es geht. Du bist so gut. Nee. Oh, nee. Oh, nee, was, ist Markus. Was hätte ich denn? 10 hätte ich auch gehabt. Es ist besser als eben. Es ist eine 19. Es war doch fast eine 3. Es ist eine 11, was bei mir ganz knapp nicht reicht. Alles klar. Rot, keiner von uns hat es geschafft. Feldweg kann stauben. Rot kann schimmeln. Wir können nicht mal das. Misserfolg. Es gibt hier nicht das Geringste zu finden. Wir stolpern da einfach blind durch die Gegend. Sehr schön, alles sehr klar. Hilfreich. Ja, ist ja alles leer, das hat er ja schon vorgelegt. Ist ja klar, es ist das Skelett und damit können wir auch, auch nicht. Damit können wir auch die Belohnungskarten, die da drüben die Belohnungskarten liegen, dann einfach rausnehmen. Völlig ignorieren, ja. Ist doch so ein System, was hier drin ist in dem Spiel. Da kann man extra Karten kriegen, aber vergiss den Teil. Ihr durchsucht alles, offensichtlich. Ja. Findet aber keine Spur von Silvana oder ihren Entführern. Sieht so aus. Allein ein großes Wandgemälde in einem der Räume fällt euch ins Auge. Hinter dem Gemälde könnt ihr leise Geräusche vernehmen, als ob es dahinter noch einen geheimen Raum gäbe, in dem sich die Schurken versteckt halten. Am besten schaut sich das einer von euch nochmal aus der Nähe an. Der Schurke ist doch total hier geschickt, kann gut schleichen und so. Geh weg. Ich finde, der Schurke könnte das tun. Ja, was muss der denn würfeln, der Schurke? Ein einzelner Held führt eine Wissensprobe durch. Wissen? Ja, da bin ich genau der Richtige für. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich könnte das, glaube ich. Tu mal so, als wärst du schlau. Das ist ja das Geile beim Rollenspiel. Man darf ja immer jemand anders spielen. Ja, da haben wir alle Glück. Komm. Jawohl. Hey. Ja, sehr gut. Das ist 2. Nicht kritisch, aber trotzdem guter Erfolg. Schön. Nach einigem Suchen findest du den Mechanismus, mit dem sich die Geheimtür öffnen lässt. Yes. Ohne dass sich die Schurken vorbereiten konnten, stürzt ihr euch in den Kampf. Sehr gut. Ich komm Kampf. Unmittelbar steht ihr vor einem bunt zusammengewürfelten Haufen aus Piraten, Orks und vielleicht auch noch dem einen oder anderen Goblin. Das macht alles sehr viel leider. Sinn. Ja, das ist DSA 1. Ja, wenn du uns nicht dabei gehabt hättest, keine Goblins. Wäre alles einfacher gewesen. Okay. In den Reihen eurer Feinde könnt ihr den Kobold ausmachen, der mit einigen meckernden Lachen in eure Richtung deutet und auch mit seinen Zaubersprüchen das Leben schwer macht. Warum er so bösartig ist, vermögt ihr nicht zu sagen. Ihr wisst nur, dass er von mächtiger Koboldmagie geschützt wird, die jedem eurer Angriffe gegen ihn harmlos verpuffen lasst, solange ihr nicht seinen Namen herausgefunden habt. Jürgen, ja. Ich gucke nach, ob Jürgen... Nein. Er heißt Jürgen Rumpelstilzchen. Um dies zu erreichen, könnt ihr entweder euer Wissen magischer Wesen hervorkramen oder wild darauf losraten, oder ihr fordert den Kobold zu einem Gesangsduell heraus. Mhm. Typisch für Kobolde.
Oder aber ihr versucht ihn zu bezirzen und Honig ums Maul zu schmieren und so vielleicht dazu zu bekommen, seinen Namen freiwillig herauszurücken. Komm, sei nicht so. Hallo. Kobold, ha? Na? Okay. Kleiner blauer Kobold. Da geht was. In der Zwischenzeit werden euch die anderen Schurken natürlich ebenfalls keine Ruhe lassen. Nehmt alle Silvanas Befreiungskarten zur Hand. Genau. Es kommt nun endlich zum Kampf. Gut, jetzt legen wir los. Also, jeder von euch kriegt jetzt hier einen W20 und einen W6. So, die werden wir gleich brauchen. Zack, zack. Das heißt, die hier brauchen wir nicht. Die kommen zur Seite. Wir haben einen Stapel mit Schergen. In diesen Schergen sind, wie wir eben schon gelernt haben, Piraten und Orks. Was die genau da unten zusammen machen, wissen wir nicht. Aber so war es im Originalabenteuer auch. Deswegen spielen wir das hier genau so. Dieser Schergenstapel kommt jetzt hier oben hin und es werden davon Karten aufgedeckt. Das sind unsere Gegner. So, wie viele Schergen haben wir? Das ist Anzahl der Helden mal... Gib mir mal das kurz rüber. Warte, Anzahl der Helden mal 5. Mal 5, genau. So. Ist der Gefahrenwert, das ist nicht die Anzahl der Schergen. Nein. So, wir sind also 3 Spieler mal 5. Für 15 Punkte werden Gefahren. Punkte aufgedeckt. Das der orkische Wegelagerer sind schon mal 5. Dazu den Haken Joe, das sind nochmal 5. Haken Joe ist super. Und den Orkkrieger sind nochmal 5. Haben wir 15 Punkte. Und... Genau, dazu kommen noch 2 feige Goblins, die wir durchgelassen haben. Das heißt, das sind unsere 5 Gegner, die wir am Anfang haben. Dazu haben wir hier noch den Kobold. Fragezeichen, 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 der Kobold. Weil der hat einen Namen, den wir noch nicht wissen. Deswegen kommt er erstmal hier hin. Den können wir momentan noch nicht angreifen, bis wir nicht diese Heldenaktion erfolgreich bestanden haben. Die nennt sich Namen erraten. Da können wir einmal pro Runde drauf würfeln. Das ist eine Aktion, die kostet uns Ausdauer, einen Punkt Ausdauer. Da können wir entweder auf Handwerk würfeln. Das ist mein Talent. Ich auf bin der Sänger. Wissen oder auf Überzeugen. Und jedes Mal, wenn wir es schaffen, können wir eine Marke hier runternehmen. So, und da kommen nämlich Marken drauf. Anzahl der Helden mal 3. Das heißt, es kommen 9 Abenteuermarken drauf. Und jedes Mal, wenn wir eine dieser Proben schaffen, kommt ein Marker runter. Sobald wir alle Marker runter haben, wissen wir den Namen des Koboldes und dann können wir ihn angreifen. Das ist halt auch das Schöne daran, dass man es im Prinzip auch alleine spielen kann, wenn man ohne möchte. Probleme. Das Dadurch, dass wir ganz oft dieses durch. Anzahl der Helden mal X haben, ist es halt skaliert immer mit der Menge der Leute, die mitspielen. Das ist sehr toll. Und zusätzlich haben wir noch etwas, das nennt sich die Zeitskala. Auf dieser Zeitskala werden Marker draufgelegt, diese Zeitmarker. Und jedes Mal, wenn ein Marker runterkommt, können Dinge passieren. Also das heißt, das Spiel wird langsam, aber sicher hinten raus immer mehr Ereignisse erfahren und wird dann entsprechend auch schwieriger. Ich bin mal davon ausgegangen, wir sind ja alle Expert-Gamers hier, deswegen spielen aber wir sowas, nicht mit dem normalen Modus, sondern wir spielen direkt mit dem schweren Modus. Ja? Logisch. Außerdem mögen es Leute, uns verlieren zu sehen. Damit haben wir 7 Zeitmarker am Anfang drauf und jetzt dürfen wir uns hier mit den Kollegen mal knüppeln. Also wir müssen seinen Namen erraten und müssen uns von denen nicht so weit verprügeln lassen, dass wir raus sind und vielleicht den einen oder anderen noch von denen ausschalten. Dafür, wir haben unsere Karten gemischt, wir ziehen am Anfang 5 Karten. Jetzt dürfen wir uns entscheiden, ob wir bei manchen von diesen Karten sagen wollen, okay, die will ich jetzt am Anfang nicht haben, das ist gerade, wenn man teure Karten hat. In deinem Deck zum Beispiel gibt es ein paar sehr teure Karten, so 5 aufwärts, die willst du am Anfang des Spiels noch gar nicht haben. Ja. Die kannst du einfach erstmal zur Seite legen neue und dafür ziehen, neue ziehen und dann werden die Karten wieder reingemischt. Alles klar. Wenn du eine Waffe auf der Hand hast, macht es Sinn, die durchaus auch dann zu behalten, selbst wenn es vielleicht eine etwas teurer ist. Außer es ist die Ochsenherde, die kostet 9, die braucht eine Weile, bis du sie nehme ich ein, einfach zur Seite. Genau, und dann ziehst eine wieder auf. Sehr gut. Zack, die Karte wird wieder reingemischt. Oh, meine Karten sehen toll aus. Ich habe sowieso nur tolle Karten, insofern. Ich behalte die auch. Behalten wir so? Sehr gut. Jetzt beginnt die Runde, da ziehen wir alle nochmal, darf jeder nochmal 2 Karten ziehen und darf bis zu 2 Karten ablegen und in Ausdauer verwandeln. Mhm. Kann ich später auch mehrere Waffen haben oder du, macht das wenn keinen du Sinn? Eine Waffe ausgespielt hast kannst und sagst, ich will eine neue ausspielen, die besser ist, darfst du auch statt eine Karte von der Hand abzuspielen und in Ausdauer zu verwandeln, auch stattdessen diese Karte nehmen und einfach umdrehen. Also wenn ich hier zum Beispiel einen Rapier habe, könnte ich sagen, so von wegen, okay, ich will jetzt eine bessere Waffe spielen, ich nehme die und verwandle die in Ausdauer. Dann bleibt die ab da permanent Ausdauer, zählt aber als eine von deinen 2 Karten, die du pro Runde spielen darfst. Verstehe. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch, schwächere Waffen auszuspielen. Okay.
Ja, was nehmen wir ja dann da? Rock'n'Roll, ne? Jo. Du bist Startspieler? Ich bin Startspieler. Zack. So, ich fange mal an als Startspieler. Ja. Einfach, damit du dir zwei Züge ansehen kannst. Sehr gut. Und dann geht das direkt locker flockig von der Hand. Also, ich habe zwei Ausdauer zur Verfügung. Von diesen zwei Ausdauer werde ich eine Ausdauer benutzen, um Athletik zu lernen. Das ist eine Bonuskarte, die kannst du direkt an den Helden anlegen. Zack. Damit steigt mein Ausweichenwert. Das heißt, ich werde schwerer getroffen. Das ist immer gut. Ja. Gerade bei diesem Helden. Und dann habe ich noch einen Punkt Ausdauer, den benutze ich, um den Namen von dem Kobold zu erraten. Und zwar darf ich entweder auf Handwerk, Wissen oder Überzeugung würfeln. Ich dachte, du musst jetzt flirten oder singen. Ja, ich könnte ihn... Das kostet doch immer eine Ausdauer. Ja? Das kostet immer eine Ausdauer, okay. Genau. Sollen wir den Chat ich abstimmen bin lassen, in allem ob nicht du singen sollst? Also mein, vielleicht sollte mein Held singen, aber eins ist sicher, ich sollte nicht singen. Du hast bestimmt einen ganz tollen Bariton. Ich habe eine ganz, ganz tolle Stimme. Ich habe schon ganze Hallen leer gesungen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ich mache das mit Handwerk. Das heißt, ich singe. Ja, bitte. Ja, mit Würfeln, bitte. Welches Lied genau? Oh, Kobold. Oh, Kobold. Das soll ihn überzeugen. Verrat mir deinen Namen oder ich singe weiter. Ja, genau, so in der Richtung. Der ist hart im Nehmen. Nee. Der lässt sich nicht von mir davon überzeugen, dass er mir seinen Namen verraten soll. Schade, es kommt kein Marker runter. Aber der Held hat einen Vorteil, er darf für null angreifen. Das ist der einzige Held, der das kann. Das heißt, ich kann seinen Angriff einsetzen, seinen Nahkampfangriff und kann auch mal einen Angriff durchführen. Und mit diesem Nahkampfangriff versuche ich, einen von diesen feigen Goblins zu erwischen. Ich habe nämlich ein Messer dabei. Wir haben alle eine Anfangswaffe. Ja. Und Treffer! Kritisch. Jawohl, hier, kritisch. Sogar kritischer Treffer. Wenn man Bam. Einen kritischen Treffer landet, darf man direkt und einfach eine Karte ziehen. Zack. Nicht schlecht. Das heißt, ich habe jetzt eine weitere Karte auf der Hand. Das ist immer gut. Und ich habe getroffen. Mein Messer macht 1W6 Punkte Schaden. Jetzt muss ich nachsehen, kann der Gegner ausweichen? Das können die wenigsten Gegner. Er kann es nicht. Das heißt, wir müssen ich nicht auf Ausweichen würfeln. Hier, ne? Das ist das hier. Die haben normalerweise haben das nur die Anführer. Ah, die Anführer die haben, der hat einen Ausweichenwert, aber den kann ich ja noch nicht angreifen. Und ich mache 5 Schaden. Damit ist einer weg. Bam, damit und damit ist der erste den feigen Goblin ausgeschaltet. Weg. Zack. Jedes Mal, hier, das ist der Ablage. Super. Jedes Mal, wenn ich einen Gegner ausschalte, bekomme ich einen Schicksalspunkt. Schicksalspunkt. Schicksalspunkte kann ich einsetzen, um einen Wurf zu wiederholen. Oder einen von euch einen Wurf zu wiederholen lassen. Allerdings nur, wenn es ein Talentwurf oder ein Angriffswurf ist. Mhm. Nicht ein Ausweichenwurf oder nicht eine andere Art von Probe. Ich darf auch keinen Schadenswurf wiederholen lassen, aber dafür kann ich ihn benutzen. Oder ich darf es als Ausdauer benutzen. Ja, okay. Dafür ist es auch sehr, sehr mächtig. Okay. Und genau das tue ich in diesem Fall. Ich setze das ein als Ausdauer, um mir noch die Karte Zechen auszuspielen. Weil wenn Zechen geht immer. Ich habe gehört, wenn man genug getrunken hat, hört sich das eigene Singen auch gleich viel besser an. Ja. Also insofern muss man erstmal richtig einen wegpetzen. Ich zeche, die Karte kommt runter, die kommt erschöpft ins Spiel und ab nächster Runde gibt die mir einen zusätzlichen Punkt Ausdauer. Ah, okay, na klar. Ich find's toll, dass das ein Spiel ist, wo Saufen einfach das immer ist DSA. Gut ist. DSA ist auch das einzige Spiel mit einem Talent fürs Saufen. Ja. Das ist so deutsch, wurde mir in Amerika schon mehrfach gesagt. Unglaublich. Ja. So. Sehr gut. Ich bin voll erfrischt und kann anfangen und beginne einen Zauber vorzubereiten. Sehr gut. Und zwar den Attributo, der mir die Möglichkeit lässt, einmal pro Runde eine Zauberprobe zu machen. Und ein Held bekommt dann bis zum Anfang des nächsten Zugs entweder 2 auf seinen Nahkampfangriff, auf den Fernkampfangriff oder auf Magie. Sehr gut, schön. So, und weil ich Mirhi Bam bin, fange ich an mit meinem Ignifaxius. Okay. Flammenstrahl auf den Goblin. Kostet dich eine Ausdauer, genau. Kostet mich eine Ausdauer. Oh. Oh. Der ist jetzt schon umgedreht und in sich selber reingeflogen. Der wollte genau, also du versuchst zu zaubern, da explodiert dir der Zauber in der Hand. Und das bedeutet, jetzt im Gegenzug, wenn du einen kritischen Misserfolg würfelst. Das ist kooperativ, du sollst dich nicht so darüber, oh nein. Er hat leider einen seiner mächtigsten Angriffszauber verloren, das Leben ist nicht fair. Ich freue mich auch nur ganz ein kleines bisschen. Also es ist kooperativ. Ja, trotzdem, ich bin der Schurke. So, das war's. Ich bin dann damit durch. Ich muss es mal wieder rausreißen. Ja, ich befürchte, ich habe schon eine Frage. Sag mal, würde es was bringen, für mich meinen Fernkampf zu verbessern? Weil brauchen wir hier überhaupt Fernkampf? Du hast auch Fernkampfwaffen in deinem Deck drin. Ach so. Das macht schon Sinn.
Ich habe dann kannst Waffen in jede Deck. Angriffsart nur einmal pro Runde benutzen. Das heißt, du willst eigentlich dann auch noch einen Fernkampfangriff haben, damit du zwei Angriffe pro Runde ausführen kannst. Aber momentan, gebe ich dir recht, macht es natürlich noch nicht viel Sinn. Okay, ja gut, ich kann ja einfach damit warten, weil dann könnte ich versuchen, das zu machen und hier einfach meinen dann behalte ich einfach meine Karten erstmal und dann mache ich einfach meinen Grundausstattungsangriff mit meinem Messer. Creepy Mingers. Das ist auch ein W6 einfach. Du musst jetzt erstmal 14 oder niedriger würfeln auf den Angriff, Ja, das sollte ja kein Problem sein. Haha. 13 Treffer versenkt, würde ich sagen. 4 Schaden. Vier Schaden, da hat leider dann immer noch nicht einen Punkt der Goblin. Ein schwer verletzter Goblin. Und dann probiere ich es halt hier auch mal. Ich glaube, ich muss auch singen, weil im Handwerk bin ich am besten. Weil wissen kann ich nicht und überzeugen. Ich bin dass du singst. Ich bin auch nicht sehr überzeugend. Also von daher wird jetzt einfach gesungen. Ein zwergisches Trinklied. Oh ja, immer lass hören, lass hören. Brust! Ja, genau. Der kann genauso schlecht singen wie ich. Ja, ich habe auch nichts zu trinken bekommen. Daran liegt's. Das will ich sehen. Okay, gut. Hast gewonnen. Okay, da kommt ein Marker runter. Könnt jemand dem Mann ein Bier bringen? Ja, ich meine, wie soll ich hier auch gut singen? Du hast auch ein Zechen in deinem Deck. Ja, ich habe aber das Zechen noch nicht bekommen. Nächste Runde probieren wir ein Duett. Ja, wir müssen erstmal ordentlich anstoßen. Ich denke vorher wird es nichts mit den Trinkliedern. So. Ja, das war's leider. Das war's für uns. Jetzt sind die Gegner dran. Oh je. Jetzt dürfen die angreifen. Der Kobold macht einen Angriff auf jeden von uns. Mal gucken, was er so macht. 15. Nichts. Wir haben Glück. Er lacht nur hämisch. Sehr schön. Ja, okay. Das darf er. Lachen darf er. Lachen darf er. Das darf er wegen mir die ganze Zeit machen. Da können ganz unangenehme Sachen rauskommen. Der orkische Wegelagerer. 20. Flieht. Flucht. Entfernt diese Karte aus dem Kampf, falls alle Anführer bereits besiegt sind. Oh. Schade. Hätte nicht jemand was mit dem Kobold machen können? Na gut. Dann haben wir den Haken-Joe. Der macht eine 9. Das ist ein Nahkampfangriff. Ein Held nach Wahl der Helden erhält 1W6 plus 3 Schadenspunkte. Habe ich Wahl den Rüstung der oder Helden. Sowas? Noch nicht. Die sind in deinem Deck. Aber ich habe den besten Ausweichenwert. Ja, deswegen nehme ich diesen Angriff einfach mal hin. Mein Ausweichenwert ist Grund 8 plus 1 für Athletik. Das heißt, ich habe einen Ausweichenwert von 9. Ich bin ausgewichen. Darfst du mal bitte meinen Schaden auswürfeln? Das heißt, er macht jetzt 1W6 plus 3. Oh, Dankeschön. 9 Punkte, das wird halbiert, weil ich ausgewichen bin. Aufgerundet bleiben trotzdem 5 übrig. Das heißt, ich falle auf 33 Punkte. Okay. Der Ork-Krieger, eine 12. Nichts, er wirbelt seinen Zweihandhammer durch die Luft. Das darf Sieht er gerne auch aus. Noch einen Moment also, machen, bevor er damit angreift, weil der kann richtig Schaden verursachen. Guter Style-Bonus. Absolut. Und dann der feige Goblin noch. Eine 1, der Startspieler, das bin ich. Ja. Er leidet 1W6 plus 1 Schaden. Ich bin nicht ausgewichen. Das heißt, du darfst nochmal noch mal Schaden machen. Dankeschön, das sind 7. 7. 7? Ja, 1W6 plus 1. Das ist eine 6 plus 1. Achso, ich dachte, es wäre eine 1. Nee. Ah, nee, da ist du machst 6. das genau richtig. Du machst das genau richtig. Warum ist es hier eine 6 und da eine 1? Das ist DSA. Weil auf dem W6 ist gutes hochzuwürfeln. Genau. Und auf dem W20 gutes niedrig zu würfeln. Das tut echt weh. Aber dann hätte ich 6 Augen hinmachen können. Ja. Ich bin trotzdem nur noch bei 26 Punkten, Leute. Das war nicht gut für die erste Runde. Security, der Mann möchte gehen. Weil wir eine 1 hatten, einen kritischen Erfolg, darf der nochmal. Und weh, du würfst jetzt gleich wieder eine 6 für den Schaden. Der darf nochmal. Und der würfelt eine 12. Der macht nichts, aber er schaut sich ängstlich nach einem Fluchtweg um. Ja. Nachdem er mich halb abgestochen hat, der Kerl. Gut. Also, das war die erste Runde. Es kommt ein Zeitmarker runter. Das heißt, wir haben noch 6 drauf. Zieht einen weiteren Schergen vom Stapel und legt ihn an die Schergenreihe an. Also wir müssen da ja ordentlich mehr besser aufräumen. Alter, jetzt Basil, der Rote, ein menschlicher Pirat. Noch einen 6 Punkte Gefahrenwert Piraten, der weiß, wie es geht. Ja, und da sehe ich 18. Ja, 18 Lebenspunkte. Also 18 fucking Lebenspunkte. Ja, der kann was, glaub mir. Okay. Der sieht nur nett aus. Ja. Gut. So, 2 Karten. Runde vorbei. Startspieler geht weiter. Mhm. Alle Karten werden wieder erholt. Alle erschöpften Karten werden wieder gerade gemacht. Und wir ziehen alle 2 Karten und dürfen wieder 2 Karten in Ausdauer verwandeln, wenn wir das wollen. Aber grundsätzlich sollten wir das wollen.
Ja. Jetzt eindeutig. Geht's. Jetzt wird's langsam. Jetzt, ne? Läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt zeig uns, wie es geht. Miri, bam. Komm. Gib so. Alles. Ich glaube, ich muss mich immer noch vorbereiten für jetzt Dinge, die. Wirklich ernsthaft? Meinst du, ich soll Schaden machen? Ja, oder mach was anderes, aber mach was! Ja. Ja, ja. Guck mal, ich Selbstschutz vor Fremdschutz, ja, ganz wichtig. Ja, immer ich gut. Gebe 4 Punkte aus. Ja. Und wirke einen Duplikatus. Oh, schöne Karte. Dementsprechend, wenn ein Schadensangriff gegen einen Helden, also mich jetzt speziell, ja, geht, darf ich alle Schadenspunkte des Angriffs verhindern. Sehr und gut. Die Karte dafür ablegen. Okay. Sehr und schön. Damit bin ich dann auch durch. Du kannst trotzdem deine Attribute auch noch auf jemand anderen einsetzen, ne? Der kostet mich. Der kostet? Nee, der stimmt, der kostet mich gar nicht. Der kostet mich nichts. Nur eine Magieprobe, das heißt. Ah, möchte ich das? Du willst doch bestimmt angreifen, die Runde, oder? Nee, ich glaube, ich muss mich auch vorbereiten. Oh, okay. Möchtest du angreifen? Ich will angreifen. Möchtest du angreifen? Ich will angreifen. Alles klar. Dann mache ich jetzt eine Magieprobe. Oh. Die klappt. Sehr gut. Das heißt, dein Nahkampf? Nahkampf, bitte Nahkampf. Dein Nahkampfswert ist jetzt um 2 erhöht bis zum Ende deines Zuges. Ich habe gleich ein Schwert und ich weiß, wie man das benutzt. Sehr gut. Wir werden sehen. Hey, lass mich wenigstens mal im Vorfeld angehen. Sehr gut. Obwohl, ich könnte natürlich auch, jetzt ist so ein bisschen die Frage, na, was besser ist. Immer ich könnte auch mit, also entweder rüste ich nur was aus, finden, hab dann kann aber gar nichts machen, oder ich rüste was etwas Schlechteres aus, hab dann aber eine Fernkampfwaffe und hab noch immerhin einen für einen Angriff. Das ist schwer zu entscheiden. Das ist, du musst jetzt gucken, welchen Tod du sterben willst. Was würdest ich du tun, werde wenn du jetzt, also aufgrund der Tatsache, dass hier so viel los ist, ja, werde ich jetzt tatsächlich den Eisenwalder ausrüsten. Oh, das ist eine sehr schick. Sehr schöne Fernkampfwaffe. Ja, der 3 kostet. Ja. Aber dann habe ich noch einen und dann kann ich damit gleich angreifen. Genau. So sieht's aus. Und dann soll ich den Goblin wegschießen oder lieber was weg anderes? Weg ist weg, weil der Punkt ist, der hat ja jetzt, auch wenn er 4 Punkte Schaden hat, greift er ja mit allem an, was er hat. Ja. Also er macht immer noch genauso viel Schaden. Der Eisenwalder muss jetzt ran. Ich habe Fernkampf 10, leider noch nicht verbessert, aber... Nein, naja, komm. Nee. Schade. Okay, aber, weitere Sache, wenn du einen Angriff durchführst und der klappt nicht, bekommst du dafür einen Schicksalspunkt. Ja, das sehr heißt, gut. Das, auch gleich, was das haben wir eben bei meinem Ignifaxius auch vergessen, ne? Der hat ja auch nicht geklappt. Das stimmt. Der war krit. Aber ich hab's kritisch versaut. Ja, der war so da versaut, da haben wir uns auf anderes konzentriert. Ja, das gehen wir zurück. Da haben wir uns auf mein Versagen konzentriert. Das macht ja, auch viel war mehr gut Freude. Gedacht, aber leider hat es nicht geklappt. Vor allen Dingen dir. Ja. Ah, ich bin zu lange GM gewesen. Sehr gut. Ja. Also theoretisch könntest du jetzt die Schicksalspunkte auch achso, noch einsetzen. Achso, den könnte ich noch einsetzen. Wenn du noch einen irgendwas. Punkt ausgeben willst. Ich könnte jetzt auch noch mal mit dem Messer angreifen. Genau. Ja, für wenn den Schicksalspunkt. Willst, kannst du auch noch mal mit dem Messer angreifen. Ich meine, der macht doch eigentlich nichts, dieser komische Goblin, oder? Nicht viel. Aber der Vorteil ist, wenn du ihn tötest, kriegst du eine Schicksalsmarke. Wenn du nicht triffst, kriegst du auch eine Schicksalsmarke. Ja, also kriegst du den auf jeden Fall zurück. Von daher, los geht's. Der Eisenwall, der klappt nicht. Armbrust über die Schulter geworfen, Messer raus. Ach, das gibt's doch nicht. Wir haben den besten Zwerg, den wir finden konnten. Ich bin es auch waren nicht viele da. Ich bin auch ein Schmied, ich bin kein Krieger. Hättest du das nicht vorher bei der Bewerbung sagen können? Wo ist der Krieger, den ich was schmieden kann? Das muss ich selber kämpfen. Den Krieger haben wir nicht dabei, es tut mir leid. Und das stand so nicht in deiner CV, es tut mir leid. So, jetzt aber. Ich habe ein Langschwert gefunden. Bam. Ja, damit geht was. Und ich habe so viel gesoffen, dass ich es auch direkt einsetze. Saufen macht schnell. Und ich... Es ist echt Verschwendung, den Goblin anzugreifen damit. Weil das ist eine richtig gute Waffe. Ey, ich wünsch dir so, dass du ihn jetzt nicht angreifst. Und er greift wenn dann dich dann an. Insofern ist das nicht schlimm für mich. Oh. So, also von daher greife ich mal den Basil, den Roten an. Komm. Treffer! Ja, sehr fein. Gut. Das ist 1W6 plus 6 Schaden. 4. Sind... plus 4 Schaden. Sind 7 Schaden. Er hat eine Rüstung. Also das heißt, er kriegt schon mal 6 Punkte. Das heißt, der hat schon ordentlich was abgekriegt, der Kerl. Okay. Aber leider war es das dann auch schon für diese Runde. Und jetzt bist du dran. Würfel mal für den Kobold, was der so macht. Mit einer 5. Die Koboldschelte. Der Held mit den meisten Handkarten legt eine zufällige Karte davon ab. Ich habe 2. 4. Das sind nicht die meisten. Ja. Eine muss davon eine ablegen. Aber du darfst ja auch aussuchen. Darfst ja aussuchen. Ach, ich darf auch ja. Das ist gut. Nee, eine zufällige, Entschuldigung. Es werden ja immer mehr. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Huhu. Du willst jetzt mal, machst mal einen Plan zunichte. Ja, das ist okay.
Okay, ich hatte jetzt gerade schon ein bisschen Angst. Also so eine Streitaxt rauszuziehen, kann Leute dann durchaus zu Weinkrämpfen. Gerade bei Zwergen. Ich hab einen Backup-Plan. Du hast einen Backup, sehr gut. Okay, also dann nochmal. Der hat jetzt aber kommt die jetzt komplett raus? Die kommt komplett raus. 12? 12? Er lacht wieder. Ein ne? Heilzauber. Er heilt allen seinen Mitstreitern 5 Punkte. Boah, was ist denn das für ein... Hey, was der Basil hat noch einen Punkt. Alles gut. Du hey. Weißt, dass mit dem, was du gemacht hättest, der jetzt weg wäre. Aus, ihr Trottel. Sag mal, so hat uns das überhaupt nicht geholfen, was du willst du mich einfach ein bisschen kritisieren? Schon. Oder was? Eigentlich sogar sehr. Sag mal, ja, aber jetzt kommt der... Können, sag mal, willst du schlägst du dich etwa auf Seite? Das war's, ich geh. Alles klar? Ja. Also ich weiß du bist nicht, verkabelt, du kannst ja nicht ich kann weg. Nicht weg, ne? Er heilt auch den Punkt noch, insofern nein, ist das auch nein, das ist ja nochmal dran. Nochmal, ja. Dreimal. Okay. So viel dazu. Super. Vielleicht sollten wir in der nächsten Runde unsere Taktik überdenken. Wir sollten vielleicht einfach uns einen raussuchen und den richtig vermöbeln. Ja. So, der Wegelagerer. Wegelagerer 10. Mit 10. Ein Held nach Wahl der Spieler erhält 1W6+2. Also ich nehme den Schaden diesmal nicht frei. Sollen wir es auswürfeln? Sollen wir es dem Zufall überlassen? Nein, ich habe nur noch 26. Ja, wir haben ja der hat mich schon voll vermöbelt. Halt. Egal. Ja, ich kann auch was nimmst nehmen. Nimmst du? Dann versuch du mal auszuweichen. Alles du klar? Hast trotzdem einen Ausweichenwert von 5. Auch wenn du einen vergleichsweise schwer... Ja. Und kann ausweichen. Dann kriegt er den halben Schaden. Das sind 6, das sind 3 Punkte. 37, genau. Zack. 37. Wir kommen... Der Haken-Joe. 12. 12. Ein Held nach Wahl der Helden erhält 1W6+3. Ja, komm, ich versuche... Was habe ich an Ausweichen? Nimm einen fürs Team. 5. Ja, da oben. Ja, ich bin genauso kacke wie du. Ja. Genauso also. Schlecht. Aber ich würfel besser. Ja, tust du. Das stimmt. Sind nur 4 Schaden. Das war Glück. Alles gut. Wir haben noch einen Ork-Krieger. Du könntest einfach auch mal schlecht würfeln für die Gegner. Das wäre auch eine Idee. Man kann 2. auch nur 2 würfeln. Der Startspieler erhält 1W6+6 Schaden. Das ist jetzt der geschwungene Hammer. Oh, 12 ja, super. Punkte Schaden. 12 Punkte Schaden. Dankeschön. Ich würde sagen, Duplikator, ich werfe den Duplikatus ab und bekomme lieber keinen Schaden anstatt 12. Oh, Hammer. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das hast hätte du den jetzt Hammer echt gesehen? Kopfschmerzen gegeben. Sehr gut. Dann haben wir noch den feigen Goblin. Komm. 14. Nix. Der schaut sich immer noch ängstlich um. Ja, und Basil. Ja. Mit 16. Der brüllt einen Piratenfluch. Ja, ist auch gut. Ja. Das darf er auch gerne weiter. Der steht da und sagt, scheiß aber, die Wand an, du Landratte. Landratte. So. Sehr gut. That was it. Das war Runde. Du bist der Startspieler. 2. Es kommt wieder ein Marker runter. Also wir sind noch nicht wirklich weitergekommen. Also, wie gesagt, Brot, Schimmeln, Wege, Staub und all das. Aber wir können nichts. 2. Die folgenden Sendungen verschieben sich um 3 bis 4 Stunden. Es sind jetzt 5 Marker nur noch drauf. Das heißt, es kommt ein weiterer Scharge dazu. Aber wir kriegen ein auch 2 Karten. Ein orkischer Bogenschütze, Herrschaften. Alle Karten wiederholen. Der Startspielermarker hat gewechselt. Wir kriegen 2 Karten auf die Hand. Puh. Nicht einfach. Nicht einfach. Okay. Ja. Ich habe nur eine Karte runtergespielt diesmal. Ich glaube. Brauche nicht so viel Ausdauer. Ich spiele auch nur eine. Ich brauche 2. Ja, du bist Ausdauer stark in dem Deck. So. Okay, ich bin dran, ja. Du bist dran, du bist jetzt dran. Geht's. Ja, jetzt habe ich nämlich meinen Kriegshammer noch. Oh, den, hast für nicht, den hast du mir nicht weggerollt. Und den noch, mit dem greife ich dann einfach an. Yes. Okay, sehr gut. So spielt man das Spiel. Ja, allerdings ist sie, glaube ich, mit 2W6, ne? Ja. Diese erste 2 ignoriere ich jetzt einfach. Nee, du musst erstmal angreifen. 2W6, dafür musst du aber erstmal treffen. Ja, erstmal treffen. Wen willst du denn angreifen? Tja, das ist eine gute Frage. Wen kriege ich denn, also mit 2W6+3, na gut. Ja, kann man schon mal jemand, also der Bogenschütze würde sich anbieten. Ja, 15, den kriegt man halbwegs gut weg. Der hat auch nur einen Punkt Rüstung. Ja, der da. Den die beiden da oben auch. Ja. Den Bogenschützen. Den Bogenschützen. Also das heißt, 14 habe ich, okay. Nein. Und es hat Nein. auch echt niemand von uns... Ich habe keinen Schicksalspunkt mehr. Kriegst einen Schicksalspunkt. Das ist doch nicht zu fassen. Aber immerhin hast du jetzt den dicken Hammer. Ja. Jetzt, ich meine, jetzt kannst du dich mit dem mal messen. Eigentlich hättest du ihn aus, einfach aus Styling. Ja, genau. Ich habe ihm seinen eigentlich geklaut. Ja. Eigentlich ist das seiner. Lass mich mal kurz die Karte... Ja. Okay. Dann schauen wir mal. So, also. Ich für 2 Punkte... ich spiele für 3 Punkte... Lerne ich meine Kriegskunst. Das heißt, ich bin jetzt bei einem Nahkampfwert von 15.
So langsam geht's, so langsam funktioniert das. Ja, meine für weitere zwei Punkte ja. ziehe ich mir noch meine schicken Lederbeinschienen an. Ein bisschen Rüstung tut gut. Ist immer gut, habe ich hier. Gerade wo die so auf uns rumhauen. Wir sollten aber irgendwann auch versuchen, den Namen von dem Kobold rauszufinden. Ja. Also, doch. Na gut, ich zeche jetzt aber auch noch und versuche mit meinem Schwert auch dasselbe wie du hier auf den Bogenschützen los. Wobei, komm jetzt, ich mach den Goblin. Ich mach den Goblin erstmal weg. Treffer. Zack. Geht der Goblin doch. Ist weg. Rums, sehr die gut. rutschen alle eins auf und ich krieg eine Schicksalsmarke. Geht doch. Damit habe ich noch einen Punkt übrig. Den hebe ich jetzt aber mal auf, damit wir nächste Runde das auch benutzen können. Sehr falls gut. du wieder vorbeiwürfelst, ja. war ja nix. Das gibt's nicht. Okay. Alles klar. Jetzt. Ich gebe 1, 2, 3 aus und spiele Zorn der Elemente. Okay, endlich mal ein Kampfzauber. Endlich mal ein Kampfzauber mit 1W6 plus 3. So, und ich habe ja noch 2. Ich fange mal mit dem Attributo immer auf gut. mich selbst ja. an. Ah. Dann mache ich, das hat mich nichts gekostet, genau. für einen spiele ich Zaun der Elemente auf den, ja, Bogenschützen. Den Bogenschützen. Auf den Bogenschützen, ja. Das klappt dann Treffer. Auch mal. Sehr schön, 1W6 plus 3 Schaden. 1W6 plus 3. Ausweichen kann er nicht. Das sind 6 Punkte Schaden, also 5. Mhm. Irgendwer muss ja mal. Genau. Und ich habe noch einen Punkt ja. übrig. Und dafür haue ich mal den Ignifaxius raus. Kannst du nicht. Du Kann hast schon ich einen nicht. Ich habe schon einen Magie. Aber du kannst noch versuchen, oh, ich einen, kann den versuchen, den Namen, deinen Namen zu erraten. Jetzt sei mal nicht so. Und ich mache das. Über Wissen. Was Komm. War das? Wissen, ne? Ja, Wissen kannst du. Nö. Ja. Du hast dann noch so, sollen wir das probieren? Die Marke dafür? Ja, klar. Welches das wert, meinst du? Na komm. Wir müssen jetzt Alter, langsam mal wissen, wie der Franz was. Heißt. Einer muss ja mal. So, die Marke ist weg. Das war's. Das hättet ihr einfach nicht Läuft tun sollen. Bei uns. Himmel. Okay, das so war schon wieder die Runde. Das war unsere Runde. Das war schon wieder also, unsere noch nicht Runde. Grade. Nein, die sind dran. Wir werden noch vermöbelt jetzt. Lass mal für den Kobold würfeln. 20. Er lacht hämisch und tut sonst nichts mehr. Wenn du eine 20 würfelst, endet seine Runde sofort. Super, das hast du sehr so schön. So würfelt man. Ja, danke. Wir sollten uns öfter jetzt mal einen Experten mit spielen. Wer hat eigentlich mit der 20 angefangen, das Spiel? 9. 9. Ein Held nach Wahl der Spieler erhält 1W6 plus 2. Den, wie viel hast du noch? 37. Ich habe 26. Ja, 36. Ja. Okay, also. Nimmst du ihn? Ja. Okay, das heißt ausweichen. Ausweichen, genau. Ausgewichen. Der weicht aus. Sind 7, die Hälfte davon sind 4 Punkte. Sind 33. Yes. Okay, das war er. Das war er, der Haken-Joe. 2. Ein zufälliger Held muss eine seiner ausgespielten Waffen seiner Wahl zurück auf die Hand nehmen. Hat er keine, passiert nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast keine. Oh, ja. Was ein Glück. Willst du die nochmal für 6 ausspielen? Das wäre echt unangenehm geworden. Keine Waffe. Der Ork-Krieger. Alter. Der Startspieler erhält 1W6 plus 6 Schaden. Ich bin nicht. Das bist du. Ich würde mal ausweichen. Nein. Das sind 12. Yay. 12 sind... Schmerzhaft. Ja. Sind 21. 21 hast du noch. Und da du eine 1 gewürfelt hast, agiert er direkt nochmal. Und er macht das nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst versuchen, der hat gesehen, dass du ihm seinen Hammer abgenommen hast und er holt ihn sich wieder. Nein, ist nicht ausgerichtet. Das sind nochmal 11. Sag mal, was ist denn das hier? Du bist jetzt auf 10. Und weil du eine 1 gewürfelt hast, macht er das nochmal. Wirklich? Ja. Ja, immer wenn du eine 1 würfelst, greift er nochmal an. Das ist eine 11. Er wirbelt jetzt nur noch mit seinem Hammer rum und verhöhnt dich. Ah. Also wirklich. Ist unbalanced. Der Puzzle. Das ist das Schöne bei kooperativen Spielen. Noch eine 1. Und da ist sie wieder, die 1. Der Startspieler erhält 1W6 plus 5. Ich würde ernsthaft ausweichen. Es ist weniger. Nee. Nein. Das sind 7. Habe ich auch irgendwie so eine Art Heiltrank oder ja, sowas? Ja, sowas ist auch alles in deinem Deck. Außerdem kann sie heilen. Was mache ich denn jetzt? Ich Achso, genau. So rum. Die kommt dann mit der Ecke einfach Ich dran. Bin leider nicht dran, sonst würde ich den ja... Was habe ich jetzt gesagt? 7 habe ich bekommen. 7. Jetzt habe ich noch 3. Ja. Und der agiert nochmal? Weil du Wieso nochmal? 2 jetzt. Er würfelt schon wieder eine 1.
Ich habe das Spiel. Sag mal, ich habe das Spiel an die 200 Mal gespielt. An die 200 Mal mit allen Testspielen, allem drum und dran. Was du gerade machst, den Fall hatte ich in der ganzen Zeit bisher genau ein einziges Mal. Meinst du ein jetzt? Einziges Mal. Nein, vorher nochmal. Ein einziges Mal. Ich würde jetzt ausweichen. Ansonsten erklären wir auch noch eine weitere Regel. Wie holen wir tote Helden zurück? Mit einer 20 bist du nicht ausgewichen. Du verlierst nochmal 10 Punkte. Dann habe ich minus 7. Dann bist 7. du raus. Okay, dann erklären wir gleich die Regeln, wie wir unmächtige Helden zurückspielen. Das war meine einzige Intention. Du hast es aber auch in der Weise geschafft und mich sagen, das ist Erfolgs. Also das, ich finde, das, der das war also schon... Das ist ein Slow-Clap also, das wert. Hat er verdient, ja. Und okay. Jetzt nochmal. Wie nochmal? Ach so, der ist nochmal dran. Der ist nochmal dran. Aber ist egal, ich werde jetzt Startspieler. Achso, ja, verstehe. 12. Ein zufälliger Held erhält 1-6 plus 3. 1 plus 3 bin ich. Bist du? Weich mal aus. Ach ja. Ne. 9. Wir wollen schnell fertig werden. Ich habe auch das Gefühl. 9, 36 minus 9, 27. Danke. Sehr gut. Und der Orkschen Bogenschütze noch. Komm, einer geht noch. Einer geht noch, komm. Oh klar, was wollen wir? 5. Der Startspieler hält 1-6 plus 2, das bin ich. Ich weiche nicht aus. Das sind 3 Punkte, immerhin. Aber ich habe die Lederbeinschienen dabei, dann kriege ich nur noch einen. Okay. Ich auf 25. Und was mache jetzt ich? Aber kann ich nicht vom Geistheiler zurücklaufen oder irgendwie sowas? Gib mir mal die Regeln. Ich weiß nicht, was der letzte Status dieser Regel ist tatsächlich, weil ich sie zwar geschrieben habe, aber ich habe sie so lange nicht mehr benutzt. Also, du zählst als ausgeschaltet. Du wirst übersprungen in aller Hinsicht. Ausgeschaltete Helden können ins Spiel zurückgebracht werden, indem ihre Lebenspunkte wieder mit Hilfe von Aktionskarten, die 5 oder mehr Lebenspunkte heilen, zum Beispiel Heiltrank, auf über 0 gebracht werden. Lass mich mal rankommen. Oder alles durch klar. Eine Wiederbelebensprobe. Eine Wiederbelebensprobe, genau. Kinder, ich mach das schon. Kann man die eine beliebige Anzahl Ausdauerkarten für benutzen. Was dann ist bei euch falsch? Man. Ja. Ernsthaft? Was ist mit Steff und Michael los? Michael geht hier creepy vorbei. Steff flirtet uns an. Es ist doch erst Donnerstag. Warte, bis Sonntag wird. Das wird noch viel besser. So, dann würfelst du und wenn du die Probe schaffst, kommst du wieder ins Spiel zurück mit entsprechend so viel Lebenspunkten, wie Ausdauer ausgegeben wurden. Das heißt, wir müssen dich zurückholen. Das ist ja ein kooperatives Spiel. Das heißt, wir haben ein gewisses Eigeninteresse dran. Ja, schon sehr. Es kommt ein Marker runter, aber zum Glück kommt kein weiterer Gegner. Ja. So. Ist dann mal so jetzt mal. Wiederbelebung. Komm. Bleibst Alter, du jetzt Startspieler oder geht das jetzt zu mir? Ich bleibe Startspieler. Alles klar. Unfassbar. Na gut. Das hast du hingekriegt in einer Art und Weise, wie ich es noch nie gesehen habe. Ja. Wie gesagt, selbst im Testspiel war zwar die Einsen in der Weise hintereinander, aber noch nie, dass sich jemand so umgebracht hat. Die Frage ist, hole ich den jetzt wieder oder mache ich so richtig Fettschaden? Du musst du unbedingt wiederholen. Der Schaden, den er weiß. Der Schaden, den er raushaut. So viel Schaden, wie er gemacht hat mit diesem Ork. Also ja, im so Ernst. Viel. Das war der helle Wahnsinn. Ja, hätte er das nicht mal so machen können? Nein, nein. Ich mache halt immer Schaden, egal für wen. Ja, für wen. Das ist echt ein Knaller. Komm, ja. Gib ihm. Wenn du bist, ich bin nicht dran. Du direkt wieder agieren. Du bist erstmal dran. Ich bin dran. Du kannst ihn wiederbeleben. Das funktioniert. Ich denke schon. Gut, okay, jetzt zeigen wir dem Spiel mal, wie das funktioniert. Für 1 schmiere ich Waffengift auf mein Langschwert. Das heißt, das macht jetzt 1d6 plus 5 Punkte Schaden. Geht damit doch. Könnte schon mal was gehen. Und für einen Punkt. Ich durfte jetzt auch keine Karten ziehen quasi. Doch, nee, doch. Du darfst doch Karten ziehen. Darfst du, 2. Das darfst du. Das darfst du. Das ist schön. Du darfst auch Ausdauer runterspielen. Damit kann man sich auch ein bisschen zurückziehen. Du hast eine Atempause, könnte man das Verstehe. Auch nennen. So, also ich, mein Langschwert und der orkische Bogenschütze. Nein. Du kriegst aber... Also er hat eine 19 gewürfelt für alle 19. Zuschauer. Das ja, eine 19 ist jetzt echt nicht so geil. Heidi Witzka. Na gut. Zack. Das heißt, ich habe aber noch 3 Punkte übrig. Für 3 Punkte... Und du kannst noch saufen. Ich kann auch noch trinken. Ich habe noch Alkohol. Solange du noch Alkohol hast, geht noch irgendwas. Spiele ich mir noch die Wachsamkeit. Damit kann ich eine misslungene Ausdauerprobe, Ausweichenprobe wiederholen. Auch sehr hilfreich. Das ist nötig, so wie wir spielen. Ich glaube auch. Und für den einen Punkt versuche ich jetzt aber tatsächlich zu singen. Ja. Hey! Und du singst gut. So singt man richtig. Das ist Rock'n'Roll. Also,
When the going gets tough, the tough starts singing. Oh mein Gott, der war gar nicht mal so gut. So, also ein Marker runter, ein Marker haben wir schon mal. Wir sollten uns echt ein bisschen mit dem Kobold auseinandersetzen. Aber das war's, mehr habe ich nicht mehr im Petto, ich habe alles gegeben. Jetzt heilen Sie Ihren Zwerg. Ja. Also soll ich ihn so viel es geht heilen, dann mache ich nichts anderes diese Runde? Ja, ich weiß das, ich kenne das Problem. Also einen Angriff würde ich auf jeden Fall noch machen an der Stelle. Einfach, weil ein Angriff dann nicht wichtig ist. Ich kann bis zu 5 Ausdauer dafür ausgeben. Ich mache 4 und spiele den Balsam. Es geht damit viel besser. Und damit kriegst du jetzt 8 Punkte wieder. Okay, der selber hat mich keine Aktion weiter gekostet, außer dem, was ich ausgegeben habe. Ich spiele den Attributor auf mich selbst und versuche das mal. Und schaff das sogar endlich mal. Ja. Und spiele Zorn der Elemente auf den orkischen Bogenschützen, ich hoffe. Treffer. Und treffe. So trifft man richtig. Geht doch. Komm. 5. 5 Punkte, kommen nochmal 4 durch. Wenn jetzt der Hammer nochmal kommt. Ja, dann der kommt. Du bist ja jetzt dann auch dran, jetzt, sogar in dieser Runde. Jetzt geht's, komm. Guck mal, also um diese Katastrophe zu verhindern, werde ich jetzt tatsächlich erstmal 6 ausgeben, wie wir es kennen. Oh, guter Mann. Also jetzt habe ich aus meinen Fehlern gelernt. Wollte ich ja sagen, erstmal die Rüstung anziehen, dann sich mit dem Mann mit dem Hammer anlegen. Wie hoch ist denn, bevor ich fertig bin, wie hoch ist denn dein Nahkampfangriff? 2W6 plus 3. Nein, der Angriff selber. Der Angriffswert ist 14 minus 2 ist 12. Alles klar. Ach, das ist minus 2, ja. Genau. Ah. Der Hammer ist schwieriger zu führen. Alles klar. Ja. Okay, und dann... Ist wichtig, dass er jetzt trifft, ne? Dann würde ich nämlich noch... Warte ja, mal. Das kannst gut, du in seiner Runde machen? Ich spiele noch den Animatio. Ach nee, das hilft ja gar nichts. Ach Quatsch, meine ich. Dann spielt er nicht den Animatio. Also ich habe noch 2 Ausdauer. Ja. Das heißt, du kannst auch 2-mal angreifen. Ja, ich kann mit beiden angreifen. Theoretisch mit dem sogar noch... Ja gut, also ich greife jetzt erstmal mit dem an. Aber ich könnte den Fernkampfwert damit pushen. Mach erstmal den Nahkampfangriff. Wen greifst du an? Na, den dann. Mach ihn weg. Gib ihm. Ja, auf jeden Fall. Jetzt komm einmal. Das ist doch nicht so fast. Du kannst den Wurf wiederholen. Schicksalspunkt ausgeben. Das war wieder eine 20. Es war eine 20. Also nur für die Info. Es war wieder schrecklich. Ja, das ist Treffer. Das ist ein Treffer. Sehr gut. Das sind 2W6 plus 3 Punkte Schaden. Das sind 7, das sind 10. Das ist reicht. Ein toter orkischer Bogenschütze. Sehr gut. Dann krieg ich auch wieder so einen nächsten Schicksalsmarker dafür. Zack. Tja, so. Ah ja, perfekt. Dann kann ich nämlich mit den beiden hier sogar mich nochmal ein bisschen pimpen und mit denen nochmal angreifen. Genau. Dann habe ich nämlich 12. Ja. Und kann sozusagen dann hier hoffentlich ein bisschen 12. Besser. Ja. Komm, jetzt mache ich es trotzdem. Du hast, damit ist dein Fernkampfangriff so hoch wie meine Magiestufe, also 14. 14. Sehr gut. Und wen nehmen wir da? Vielleicht einen, der schneller weggeht? Der das wäre der da. Der hat nur einen Punkt Rüstung. Ja, alles klar. Okay. Ja, aber 14. 18 Lebenspunkte. Ja, die haben auch bloß 15, 20. Genau 14. 14 ist trifft. Sehr trifft. Gut. Sehr gut. Perfekt gespielt. 1W6 plus 3 Schaden. 1W6, ja. Sind 6 Punkte. Also 5. Nicht schlecht. Ein Punkt Rüstung. Richtig. Immerhin. Also das weiß ich, eine Katastrophenrunde. Das muss war man richtig sagen. Gut. Ja, sehr ey. Gut, danke. So jetzt weißt du, wie das Spiel funktioniert. Jetzt. Ab jetzt, weißt du? Ja, jetzt gilt's, jetzt sind die aber auch erstmal dran. Ja, ah, und alles klar, ja. Der Kobold. Eine 4, die Kobold-Schelte. Der hält mit den meisten Handkarten. 2. Ich hab gar keine. Würfel. 1 bis 3. Das bin ich. Muss eine zufällige davon abwerfen. Okay, ich weiß nicht, wie nackte Zwerge aussehen. Hast Glück gehabt. Die Anatomiekarte, damit krieg ich einen Bonus auf Fernkampf. Sehr gut. Sehr schön. 18. Er lacht nochmal hämisch und er lacht weiter hämisch. Guter Mann. So stelle ich mir das von meinem Kobold vor. Der Würfel. Das war der Wägelagerer. Der macht nix. Ja. Der Haken-Joe. Ein Held nach Wahl. Der Spieler hält 1W6 plus 3. Den nehme ich. Ich habe 8 Punkte. Den nehme ich. Aber ich habe jetzt mein Kettenhemd. Ich kann auch was... Nee, also ist momentan. Dann nehmen wir den Goblin. Ja, der ist so deine Kragenweite im Moment. Aber ich kann ja auch noch mal extra würfen fürs Ausweichen. Ausgewichen. Also nehme ich 9, aber halbiert 5 Punkte. Alles noch gut, ich bin bei 20. Der Ork-Krieger, der greift mich an mit seinem Hammer. Ich bin nicht ausgewichen für 7 Punkte. Ja, bedenklich. Wir kriegen so 13. Dermaßen aufs Maul. Und der Goblin.
Der greift einen zufälligen Helden an. 1 bis 2, 3 bis 4, 5 bis 6. 5 bis 6, einmal ausweichen. Ja, nein. Nein. Aber, ja. Aber das Catnamp, das sind dann 5 Punkte. Das heißt, ich kann jetzt, habe ich nur noch... 4, kommt einer durch. Einer kommt durch. Den kann ich gerade noch ab. Der geht noch. So, das waren sie. Ei, ei, jetzt haben wir sie aber auch, glaube ich, in den Griff gekriegt. Schon Zack. Einmal... Der weg und wir sind dran. Startspieler weg. Was passiert jetzt? Was haben wir? 3... Noch einer. Ein Ork-Schamane. Ja, Mensch, wir hatten einen weg. Da kann ja mal da geht noch einer dazukommen. Und alles wieder bereit. Alles wieder gerade, Leute. So. Ich brauche mehr Karten. Und 2 Karten ziehen. Du hast eine Sonderfertigkeit, die soll ich kurz erwähnen. Deine Sonderfertigkeit. Ich weiß. Kannst du Karten wieder reinmischen? Das würde sich gerade für einen Balsam. Ja, das ist jetzt auch das, was ich tue, sobald ich dran bin. Aber erstmal kann ich... Oh, sehr schön. Jetzt geht's los, Leute. Nee. Wir würfeln. Den hat uns einer reingeworfen, weil unsere Würfel so scheiße sind. Hilf mir mal rüber. Weil vielleicht wir funktioniert's mit dem besser. Weil wir so Komm. Kacke spielen. Alter. War jetzt schon auch nicht so, so richtig das schlecht. Das ist jetzt der gute Würfel. Mit dem würfeln wir den Schaden. Ja. Für die Gegner. Weil er hoffentlich den richtigen Schaden würfelt. So, jetzt aber. So. Jetzt zeig uns mal, wie das geht. Ich gebe erstmal einen aus. Und spiele den Fulminictus-Donnerkeil. Oh, sehr schön. Damit ich endlich mal richtig Schaden machen kann. Und... Wir müssen unbedingt diesen Kobold erledigen, ja, weil nur dann... Dann gilt's. Ich habe jetzt auch jede Menge Ausdauer, jetzt muss ich mich nicht mehr... Du musst nur warten, bis du deine Ochsenherde rauskriegst, weil dann kannst du richtig zuhauen. Dann ja, ja, ja. Ist jeder Schlag ein toter Ork, so wie sich das gut für einen guten Zwerg gehört. So, das ich nutze meine Sonderfähigkeit und darf mir aus meinem Ablagestapel 2 Karten aussuchen, die ich dann wieder da reinmische. Und du darfst noch Karten ziehen auch direkt, ne? Ja. Ziehe anschließend bis zu 2 Karten, das finde ich gut. Ich nehme natürlich den Balsam und ich nehme den Duplikatus. Okay. Eins, zwei. Sehr gut. Ach ja, so eine Meditation, ne? Kann man mal zwischendrin machen. Jetzt ist genau der richtige Zeit. Also wenn du es schaffst, in dem Kampf jetzt zu meditieren, dann weißt du, dass du wirklich gut bist in deinem Kampf. Mehr als 7 Lebenspunkte. Ich bin jetzt so... Ich bin, du bist noch locker. Du hast dich stabilisiert, finde ja, ich. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt Imba. Jetzt muss ich doch mal... Du bist echt meine, super. Ich habe einfach meine Rüstung vergessen. Das war der Punkt. Also ich glaube, mit der Rüstung wäre das auch nicht passiert. Wenn du jetzt noch mal so ein... Ich bin so in den Kampf gegangen. Ja. Genau. So, Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe nicht hingeschaut. Ja, ja, ja. Sonst hätte ich die Karte nicht abwerfen müssen. So, jetzt gib uns aber mal was. Ja, genau. Einfach weil ich Aktionspunkte frei habe. Ja. Ich gebe nochmal 2 aus, spiele gutes Gedächtnis. Ja. Und nehme nochmal den Animatio auf die Hand. Daraus auf die Hand. Okay. Den ich jederzeit spielen kann. Das finde ich super. Wenn du noch Punkte übrig hast, denk dran, wir müssen den Kobold noch. Ne? Hör auf zu stressen. Ja, ist ja gut. Ich fühle mich auch gestresst. Ich spiele den Attributon. Mhm. Und das schaffe ich und erhöhe dann mal meine Magie um 2. Ja. Und spiele Zone der Elemente. Ja. Auf den Basil, Basil, den Roten. Den Sehr Basil. Gut. Basil. Das und ist dann getroffen. Schaffe das genau. Genau. Gut, dass ich den Animatio Sehr gemacht gut. habe vor. Den Attributo. 1W6 plus 3 Schaden. Das sind nochmal 6, noch also nochmal 5. Der ist doch jetzt genau deine Kragenweite. Es hätte schlechter kommen Definitiv. Können. Und ich habe noch 2 übrig. Ja. Dementsprechend will ich mal wissen, wie der Mann heißt. Ja, zeig's uns, du kannst das wissen. Du kannst das wissen. Ich komme drauf. Ich komme noch. Das kann ich aber nur einmal machen, leider. Einmal pro Runde. Dementsprechend habe ich noch einen Albern übrig. Und ich habe keine Fernkampfwaffe oder so. Nö. Das war's. Das war's für diese Runde. Sehr das gut. Das war's gewesen. Ja, ich komm noch dran, oder? Du bist dran. Ich werde nochmal einen Helm anziehen. Immer gut. Für 3. Ja. Dann greife ich an mit meinem Kriegshammer. Hallo. Wir tun die ganze Zeit nur so. Das ist Rollenspiel. Wir sind nicht wirklich so. Wir tun nur so. So, wir spielen das nicht wirklich.
Treffer! Treffer! Gut! Trotz minus schön. Zwei. Trotz, ne? Minus, ja, zwei, ja, na klar. Gut. Ja, läuft bei dir. Alter, Rums! 11 plus 3 sind 14. 14, da kommen 13 durch. Zack! Ja, da krieg ich das auch. Das war's, Basel, ein Punkt. Der ist allerdings verbraucht. Gerne. Dann noch mit dem. Genau. Sie waren übrigens gerade live im Internet, 12? Also auf Twitch. Auf den. Soll ich den Schamanen? Ja, machen wir den Schamanen noch weg, komm. Nein, nicht. Marke einsetzen. Ah, ja, da kannst du nämlich neu würfeln, da musst du nichts wegwerfen. Treffer. Ja. W6 plus 3. Oh. 4 trotzdem. Der hat nur einen Punkt Rüstung. Kommen 3 rein. Das haben, aber ich muss so gucken, das hat mich 2 Ausdauer gekostet, diese 2 Angriffe. Genau. Ja, aber dann mache ich noch hier das hier. Genau. Singen für den. Singen? Singen Sie für den Mann. 19. Ja, ganz schräg gesungen. Ja, du hast aber auch echt, der hat fast gebrannt. Also von daher, das war fies. Ja. Das war fies, ja. Der hat es hier so auf die. Ja. Ich habe auch gewartet, aber er wollte nicht runterfallen. Ne? Ja. Okay, aber die, dann war es das, ja. Das war's für diese Runde, aber da geht noch mehr, weil ich spiele ein falsches Spiel. Das heißt, ich darf mir meine Karten ansehen, darf eine von diesen Karten wieder auf die Hand nehmen. Deinen Ablagestapel oder was? Nee, von meinen Ausdauerkarten und die auf die austauschen. Von den Ausdauerkarten. Was tatsächlich auch extrem hilfreich sein kann. Auch gerade extrem hilfreich ist, oder? Doch, durchaus. Durchaus. Zack. Weil dann habe ich immer noch 5 Karten. Das ist super. 6 damit an der Stelle, weil für 2 spiele ich dann die Schleuder aus. Jetzt kann ich auch im Fernkampf endlich angreifen. Und für einen Punkt greife ich mit meinem Langschwert an und versuche, den Tairach-Schaman zu treffen. Treffer. Jawohl. Das ist 1W6 plus 5. Das sind 7 Punkte. Damit kommen 6 durch. Sehr gut. Sehr schön. Das könnte... Dann noch mit der Schleuder hinterher. Das ist kein Treffer, aber ich habe noch einen Schicksalspunkt. Das reicht knapp nicht. Was für einen Fernkampfwert hast du? Ich habe 11. Würde 14 klappen? 14 würde klappen. Ich spiele den aus und du hast 14. Dann sind es 7 Schaden, da kommen nochmal 6 rein. 6 ist genau weg. Jawohl, geht doch. Ein Tairach-Schaman und ein Schicksalspunkt dafür. Die Karte hat sich gelohnt. Das war nett. Ja. Okay. Klack, klack, klack. Das heißt, ich habe noch einen Punkt übrig und mit dem versuche ich auch mit dir zu singen. Ja, im Duett. Du hast den Ton so schön falsch vorgegeben, das kann ich nur schaffen. Sehr gut. Ein Punkt weg, das heißt, wir sind jetzt bei 6. Und wir müssten übrigens noch 6. Übrigens, also 6 Punkte, dann verrät uns der Kobold endlich seinen Namen. Ja. Puh, aber wir haben das langsam eingedämmt, würde ich sagen, oder? Ich auch sagen. Wir haben noch eine halbe Stunde übrigens. Das schaffen wir. Wir haben nur noch 3 von diesen Markern. Auch ist das gefährlich? Wir. Ja, schon. Das sieht nur so aus. Wir werden es ja sehen. Gut. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir alle sterben. Ja, also von daher ich hatte schon eine Nahtoderfahrung, hallo? Nichts Besonderes. Ja. Du hattest eine sehr Nahtoderfahrung. Ja. Gut. Also, die Gegner sind dran. Der Kobold. Du darfst mal würfeln, lieber Startspieler. Nochmal neu. Das ist definitiv Kippe. 3. Der hält mit den meisten Handkarten. Ich habe 2. 3. Dann musst du eine zufällige abwerfen. Was ist es geworden? Natürlich. So. Was passiert, wenn unser Deck alle ist? Wenn es passiert, musst du ohne Deck weiterspielen, weil das Spiel nicht darauf beruht, dass du zwingend ein Deck brauchst. Bis dahin hast du aber auch schon genug Karten zu agieren. 5. Der hält mit den meisten, das sind jetzt wir, müssen wir mal würfeln. 1 bis 3 bin ich. So viel zu meinem Waffenrock. Mm. Und last but not least. 9. Waffe erhitzen, der hält mit den meisten Schicksalspunkten, das bin ich. Muss eine seiner ausgespielten Waffen wieder auf die Hand nehmen. Dann nehme ich die Schleuder auf die Hand. Ja. Oder verliert 2W6 Lebenspunkte. Lass mich kurz nachdenken. Nein, will ich nicht. Komm, es hätten nur 2 Punkte sein können. Ja, toll. Sehr gut. Dann der orkische Wegelagerer. Habt ihr den jetzt 3-mal gewürfelt? Den ja, der ist Anzahl Spieler. Ah, okay. 10. 10. Ein Held nach Wahl der Spieler erhält 1W6 plus 2. Den nehme ich. Weich aus. Ich weiche nämlich jetzt mal aus. Nein, das wiederhole ich glatt mal. Ja. 7 sind 4, sind 2 Punkte.
Und der Haken, Joe. 7. 7. Ein zufälliger Held hält 1W6 plus 3. 1 bis 2, 3 bis 4. Das bist du. Weich mal aus. Ich habe meine Rüstung, alles gut. Lass mal ausweichen. Nein. Sind 4 Punkte. Nix. Peng. Ist weg. Und der Ork-Krieger. Das sind 11. Er wirbelt nur mit seinem Hammer rum. Es hätte ernsthaft schlimmer kommen können. Das war sehr gut. Schön. Alles klar. Okay. Also, es kommt ein Marker runter. Alle Gegner heilen 2 Punkte. Das haben wir genau richtig getimt. So muss das sein. Keiner heilt was. Alles wieder erholen. 2 Karten ziehen. Wie viel kostet meine Ochsenzunge? 9 Ochsenherde. Die Ochsenherde. Die ganze Ochsenherde ist das. Ochsenzunge. Auch eine schöne Waffe. Bisschen schlabberig vielleicht, aber... So, eine Karte spiele ich als Ausdauer tatsächlich. Ja. Dann habe ich nämlich 9, falls die dann kommt. Nur für alle Fälle. Sehr gut. Und jetzt gib ihm. Ja. Ich bin ja schon dran, genau. Also ich spiele noch meine Rüstung. Immer gut. Runter damit. Dann habe ich jetzt wirklich, jetzt bin ich gut ausgerüstet. Ja. Beine, Brust und Kopf ja, übrigens. Jetzt fehlt nur noch ein Schild. Ja, ja, das habe ich leider schon. Das Schild ist weg. Also sicher ist er. 5. Jetzt sieht er aus wie eine Dose. Ja, ja, jetzt. Okay, dann greifen wir einmal an. Ja, du, der Hammer und... Hey, so würfelt man. Darfst direkt eine Karte ziehen. Das war ein kritischer Erfolg. Sehr gut. Und... Wen hast du eigentlich angegriffen? Ja, achso, Na komm, jetzt den, der mich so, der mich so... Der hat dich auch so vermöppt. Genau. 2W6 plus 3 Schaden, richtig? Sind 8. 8 Schaden. Kommen 5 durch. Bumm. So, dann greifen wir nochmal an. Ja, mit der Fernkampfwaffe. Achso, ich krieg auch so einen, ne? Nee, du hast ihn nicht getötet. Ach, nur wenn du ihn tötest, genau. So, zack, Fernkampf. Ja, nochmal, hinterher. Gib ihm. 16, das reicht leider nicht. Ich kann... wenn du willst, dich wiederholen lassen. Wenn das ist deine Chance, du bist 12, ne? 12. Ja, das ist aber gut, komm her. Ja, das war richtig. Sehr gut. Also 1W6 plus 3 Schaden sind 8. Kommen nochmal 5 rein. Zack, ja, so muss das sein. Hälfte hat er schon weg. Weg. Ja, aber jetzt, achso, nee, da mache ich das dann noch, ne? Weil ja, genau. Mehr kann das darfst du nochmal singen. Achso, ich könnte hier nochmal angreifen. Nee, das ist auch ein Nahkampfangriff. Achso, ja, stimmt, nur richtig, ja. Also, aber du darfst nochmal singen. Es wird nochmal gesungen. Hey, hey, jawohl. So singen Zwerge. Da gibt es direkt auch einen kritischen Erfolg, eine Karte extra. Jetzt. Darfst du noch eine ziehen? Ich sag ja, jetzt hat er das Spiel verstanden. Wenn du willst, du jetzt sogar noch Karten runterspielen, wenn du noch was hättest. Da wird direkt ein Dudelsackständchen für dich gebracht. Genau, dafür die spielen freuen sie sich auf so zwergischen Dudelsäcken. Ja, komm hier, das einfach drei ein Gegner. Genau, achso, du musst eine Fernkampfprobe machen, ah, aber du kannst trotzdem direkt Schaden. Du machst 3 Schaden direkt ohne Rüstung. Das ist schon gut. Und das kommt dann hier hin, ne? Genau. Hau raus. Einmal treffen. Nee. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja, aber trotzdem gute Runde. Eine erfolgreiche Runde. Das war gut. So macht das doch Spaß hier. So, und ich würde sagen, für 2 spiele ich mir als allererstes meine Schleuder mal runter. Die habe ich vorhin schon mal gesehen. Die habe ich schon mal gesehen, ja, ne? Ja, ich denke die kommen auch. Mir bekannt vor. So, und für einen Punkt. Ich singe mit dir, Baby. Ich kann aber nicht so gut wie du. Nein. Gibst du? Du hast einfach den tieferen Zwergenbass einfach. Ja, da geht was. Aber mit einer Schleuder kann ich durchaus trotzdem diesen Krieger verletzen. Ich treffe. Sind 8 Punkte. 8 Punkte minus 3. Kommen trotzdem nochmal 5 durch. Das heißt, er hat schon 15 Schaden. Und dann nochmal für einen weiteren Punkt mit dem Langschwert hinterhergesetzt. Treffer. Das sind 7. Das reicht um einen Punkt nicht. Er hat 19 Schaden jetzt genommen. Ein Punkt. Ich kann aber keinen zusätzlichen Schaden mehr irgendwo rausbringen. Das heißt, fehlt nur noch ein Punkt. Das war's. Mal gucken. Das war's. Also, ich gebe 2 Punkte aus und spiele die Invocatio Minor. Ja. Mach einen. Vorher mache ich den Attributo. Ja. Um meinen Magieangriff hoch zu pushen. Das ist nicht mal ein Magieangriff, ne? Das ist ja. Doch, das ist ein Angriff. Ah, stimmt. Der zählt als Angriff. Verdammt. Ja. So kann man das würfeln.
Karte ziehe mir eine Karte. Plötzlich geht das. Ja. Und der Knoten geplatzt. Das war reine Dramaturgie. Ja? Hast du geschickt gemacht? Ja, damit natürlich. Wir waren das schon, haben wir nicht abgemacht vor. Wir haben die Würfel nicht manipuliert. Nein, wir haben das nicht abgeschickt. Nein, nein. Daraufhin entspricht der Schadenswert dieses Angriffs direkt 7 Punkte. Bam! So kann man einen echten Ork-Krieger besiegen. Zack. Weg ist er. Weg ist er. Dann spiele ich noch ein paar Karten aus, ne? Ich habe ja noch. Genau, ich habe ja noch 1, 2, 3, 4, 5 habe ich ja noch. Ne, 4, aber ich gebe den direkt wieder aus, weil ich will den spielen. Ich hole mir für später noch einen Ignisvero dazu. Okay. Und. Ne, ich hatte 5, der Ignisvero, deswegen habe ich den ausgeben, weil ich noch einmal versuchen will. Einmal noch. Sag wissen, mir deinen Dinge Namen. Zu wissen. Ich erinnere mich, ich weiß doch, der hieß doch. Der hieß doch, war das nicht der, wo sich die. Das war doch hier, genau. Und der Hund von der Nachbarin. Ja. Und, Helldunkle Haare. Nee, gar nicht. Alter. Es tut mir leid. Alter, so nicht. So, jetzt sind die aber dran. Du darfst mal für den Kobold würfeln. Ja. Der 6 Kobold. Kobold-Schelte, der Held mit den meisten Handkarten. Das bist 2. Du. Weg. Ist okay. Nochmal. Okay, der Held mit den meisten Ausdauerkarten nimmt eine zufällige davon auf die Hand. Das heißt, du nimmst eine wieder auf die Hand. Ich glaube, das bist du, ja. Genau. Aber das ist gar nicht so schlecht. Das ist nicht 8. So tragisch im Moment. Ja. Und dann nochmal. Eine 16, er lacht noch hämisch. Ja. Das war's. Der orkische Wegelagerer. Genau. Einen Angriff haben wir vielleicht auch noch zu erwarten. 20, nix. Und der Haken-Joe, 7, ein zufälliger Held. 1 bis 2, 3 bis 4, das bin ich. Ich versuche dir mal auszuweichen. Ja, dann darfst du mal Schaden würfeln. 1 bis 6 plus 3 sind 7, die sind Hälfte 4. Sind 4. 4. Mit meinen formschönen Lederbeinschienen werden da draußen nur 2. Das heißt, langsam, ich bin bei 9. Ja. Aber ich habe noch eine Karte, die habe ich mir aufgehoben, genau für diesen Augenblick. 2 Punkte und verborgener Dolch. Ich habe durch seinen Angriff Lebenspunkte verloren und dafür verliert er direkt ohne Rüstung 5. Zack. Sehr gut. So muss das sein. So, so machen Schurken das. So machen Schurken. Guck mal da. So. Zack. Hier. Ja. Du bist meiner. Kurz habe ich damit. Den nimmst du sogar wieder zurück, ne? Gut. Was denn mit deinem Dolch? Ach komm, lass stecken. Beamtenbestechung. Ja. Sehr gut. Das müssen wir noch machen hier, ne? Genau. Ein Marker kommt runter und es kommt ein weiterer Scherge dazu. Noch ein orkischer Bogenschütze. Aber ich denke, das haben wir langsam unter Kontrolle. Nur den Kobold sollten wir mal zwei weglegen. Zwei Karten, ja. Zwei Karten. Ja. Ja. So. So, kurzer Status. Wie viele Lebenspunkte habt ihr denn noch so, Leute? Ich traue mich das kaum zu sagen. Ich habe 9. 27. Ach, du kannst mich mal. So, alles klar. Den einen 12 Punkten bin ich ja doch relativ geschickt ausgewichen. Super. Gut, ich bin Startspieler. Ich würde sagen, da geht was. Als allererstes greife ich den Haken-Joe an für einen Punkt. 9. Genau. Nein! Das war schlecht. Ja. Du verlierst eine Karte. War nicht so gut. Nee, war nicht gut. Aber ich krieg trotzdem eine Schicksalsmarke dafür. Ja. Dann greife ich ihn nochmal mit der Schleuder an. Treffer. Sehr gut. Das sind 7 Punkte. Kommen nochmal 5 Punkte durch. Zing. Einer noch davon und der ist weg. Genau, da geht auch was. Und kannst du nochmal singen? Ich kann nochmal singen. Ja. Ich singe. Ich singe für euch. Erfolgreich. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 4 Marke offen. Wir hätten die Chance, dass er irgendwann tatsächlich wir können mal ihn tatsächlich dazu zwingen, seinen Namen zu verraten. Bei einfach, weil ihr so bei unser Gesangskönig kriegen wir das hin. Ja, das kriegen wir noch hin. Hervorragend. Auf jeden Fall. So, dann heile ich mich aber mal für 6 Punkte mit meinem Heiltrank und gehe wieder auf 15. Dann fühlt sich das nämlich schon gleich gar nicht mehr ganz so tragisch an. Und will ich das, will ich das nicht? Nein, das war's. Das war's? Ja, hervorragend. Ich habe fertig. So, ich gebe 2 Punkte aus.
Wer von euch macht denn am meisten Fernkampfschaden? Ja, immer eher. Egal um welchen Schaden es geht, nimm ich Schaden ihn. Da ich zaubere Fingerfertigkeit auf dich. Oh, und das kannst du nur auf dich selbst spielen. Du kannst grundsätzlich solche Held. Karten nur auf dich selbst spielen. Ja. Alles klar. Dann mache ich das nicht. Ja. Stimmt, da steht dein Held. Ich hätte lesen können. Dann habe ich den nicht ausgegeben. Ja. Umso besser. Ich mache einmal den Attributo. Ja. Der hat geklappt. Ja. Und jetzt gebe ich... Nein, einmal mache ich Wissen. Ja. Ja, erfolgreich. Sag mir jetzt, wie du heißt. Sag und gebe mir dann endlich, wie du heißt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aus. Langsam. Ich gebe 6 aus für meinen Fulminictus, ja, mit dem ich dann im Zweifelsfall 1W6 plus 6 Schaden machen kann, wenn ich ihn jetzt treffe. Treffer. Ja. Sehr schön, 1W6 plus 6. Natürlich. Sind 7. Es reicht genau. Es reicht genau. Es reicht genau. Und da haben wir auch den Haken Joe besiegt. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Genau, ein guter Zauberer macht nicht mehr Schaden, als es braucht. Sehr schön, wir haben noch 2 Orks. Ja. Darf ich eigentlich mehrere Rüstungskarten für einen Angriff benutzen? Nein, oder nein, nur eine. Nein. Tricky. Tricky, ne? Ist manchmal gar nicht so einfach, sich da zu entscheiden. Aber jetzt wissen wir, warum sie Mirhi Bam heißt. Yeah, das war ja. Bam Bam. Sehr gut. Alright, dann, jetzt gilt noch was. Du hast noch die Chance, Schlag rein. Ja, 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 auf jeden Fall. Und singen. Also gut, also wenn es so ist, weil dann, glaube ich, brauche ich nicht noch eine Rüstungskarte, weil... Nicht zwingend. Nee, momentan nee, nicht. Nee. Also so viele Angriffe werde ich nicht schlucken. Nee. Mehr als 3. Dann werde ich die 2 Karten hier ablegen. Ja. Mein Gott, das ist Ausdauer. 10 Ausdauer, das ist eine Menge. Der kann auch in dem Ketten im Joggen gehen. Irgendwann braucht man nur gar nicht mehr so viel. Nee. Und wie war das jetzt mit den Karten, wenn ich jetzt eine bessere Karte, dann... Kannst du die in Ausdauer auch noch? Ja. Also es würde dann sozusagen, ich könnte das so machen. Genau, dann kannst du kannst nur 2 Karten insgesamt spielen pro Runde. Du hättest jetzt schon 2 von der Hand gespielt, aber du könntest das nächste Runde machen. Ach so, ja, alles verstehe ich. Okay, warte mal, ich überlege mal kurz, ob ich das dann... Aber das ist Hast blöd. Du so eine Mörder-Waffe? Ich glaube, er hat die Ochsenherde Ja, gezogen. Aber es ist blöd, das muss ich beim nächsten Runde machen, weil ich brauche noch die Aktionskarten ja. dafür. Ich habe ja noch schon eine gute Waffe. Du hast durchaus auch Schaden auf der Hand. So ja, ja, eben. So, also, gut, hauen wir erstmal einmal einfach ganz normal auf ihn. Ihn hier, den Bogenschützen, genau. Der hat wenig Rüstung. Treffer, 2W6 plus 3. Volle Kanüle. Alter. Oh. Snake Eye. 5. 5, kommen trotzdem noch 4 durch. Zack. Dann der Eisenwalder. Ja. Der geht Treffer. Auch. W6 plus 3, nur einer. Sind 8, kommen das 7. Ist mehr als mit dem dicken Hammer. Leider ja. Dann, mehr Angriff dann, geht nicht, ne? Mach ich das hier, das Singen? Die singen sie. Ach komm, kritischer Alter. Misserfolg. Damit du nichts wegwerfen musst, würfel nochmal. Ja. Es reicht, glaube ich, fürs ja, Handwerk. Ja, Handwerk reicht. Sehr gut. Nur noch 2 Punkte. Noch. Komm, wir können sag uns deinen Namen. Da kann ich gerade nicht mehr so viel was machen, ne? Leider. Ja. Nee. Ist so. Das war's. Ja. Jetzt sind das unsere Gegner nochmal dran. Alles sind klar. Zum Glück der nicht mehr Kobold. So mit 6. Der Spieler mit den meisten Handkarten, das bist du. Ja, das sind wir beide. Ich habe auch 3. Achso, beide. 1 bis 3 bist du. Bei dir? So. Eine 2, der Held mit den meisten Ausdauerkarten. Muss eine ich? Zufällige auf die Hand nehmen. Nimm irgendeine. Ach so, zufällige. Nimm einfach eine. Zack. Und nochmal. Du musst noch eine auf die Hand nehmen. So, der orkische Wegelagerer. 11. Der greift ein Held nach Wahl der Helden. Ja, komm. Ja, komm. Den kannst du. Ich hab noch so viel. Nimm ihn breit. Ich bin ausgewichen. Sehr, sehr, sehr gut. Mit einer 1. Karte ziehen, das war kritisch. Trotzdem nimmst du Schaden. Das sind dann 6 Punkte. Davon die Hälfte sind 3. Ja. Und easy, habe ich noch 24. Der Bogenschütze, nix. Nix, nix. Der nix. Weiß nicht. Den hast Was du so zur Hölle? Den hast du so bearbeitet. Ja. Der macht Also nix. Wenn gerade laute Geräusche im Hintergrund sind, auch im Stream, wir können überhaupt so, nichts dafür. Der Kobold führt ab jetzt jede Runde 6 Aktionen durch. Jetzt ist er, der geht in den Overdrive-Modus, genau. Weil wir alle Zeitmarken Endrage. Ja, jetzt ist Endgame. Jetzt ist Endrage. Ja. Kommt jetzt jede Runde ein neuer Gegner dazu, so. Oder? Nee, nur der macht doppelt so viele Zack. Aktionen. Ach so, ja Gott, dann macht der Kobold hat jetzt 6 Aktionen, ne? Genau. Aber dass ich jetzt 2 Ausdauerkarten, das ist ja blöd. Naja, egal. 2 Karten, ich bin Startspieler.
Sehr gut. Zwei Karten ziehen. Ah. Das ist doch mal schick. Sehr das schön. Ist doch mal sehr schick. Also ich gebe erstmal zwei aus und ziehe mein Konventgewand an. Oh, immer gut. Jedes Mal. Endlich hat sich die Magierin was angezogen. Es ist ja kein Wunder, dass alle so abgelenkt waren, nichts getroffen haben. Was aber heißt, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Lebenspunkt durch einen Angriff verliere, ich dafür eine Karte ziehen kann. Mhm. Das ist schon mal super. Sehr gut. Muss jemand von euch mal dringend geheilt werden? Der obwohl, Mann kann es immer ich gebrauchen. Mach lieber, ich mache lieber. Aber ich bin so eine Rüstungsmaschine. Ich mache gerade lieber doll auf die Fresse. Ja, ich glaube, also wir hauen mal was. Das ist immer gut. Ich mach wieder aber den. Auch singen wäre eine geile Idee oder wissen oder sonst was. Der hat zwei gekostet. Das macht alles Sinn. Es ist unglaublich. Ich singe einmal. Nein, ich weiß. Oh. Und ich weiß sowas du weißt von. Alles. Darfst du noch eine Karte ziehen? Auch schön. Okay. Und also ich habe gesungen. Ich habe das gemacht. Der Attributo kostet mich nichts und klappt kein auch Erfolg. Nicht. Ich gebe die 4 aus, die ich noch habe. Für den 1W6 plus. Nee, mache ich nicht. Ist egal, ich mache den für den, Ignisvero. Ignisvero. Der gibt nämlich einen mehr. Auf ihn. Treffer. Und treffe. Und mache. 6 Punkte, das reicht. 6 Punkte reicht aber. Reicht trotzdem. Zack. Und ja, das war's. Das war's. Ja, sehr gut. Mehr jetzt, kann ich nicht. Ich werde jetzt zur Kampfmaschine. Ja. Immer wenn ich meine Mitte umdrehe. Ne? Ja. Ja, ja. Hier die Selbstbeherrschung. Yes. 2. Okay. Und dann noch die Kriegskunst hinterher. Alter, jetzt aber, oder? Jetzt habe ich alles 19. Klar. Also ich kann nur noch kritisch versagen. Das ist völliger Wahnsinn. Ja gut, er gibt ihr -2, dann bist du bei 17. Immer aber wir haben heute gelernt, dass wir generell sehr oft kritisch wir versagen können. Genau. Also wenn wir irgendwas heute gezeigt haben, ist dann, dass wir versagen können. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich probiere es trotzdem. Ja, ihr Kriegshammer? Ja. Benutze Kriegshammer mit orkischem Wegelagerer. Bitteschön. Das 10 sind 10, 13. 13. 10 Punkte, die durchkommen. Klang. Ja, hervorragend. So, der hier? Schieß drauf. Jetzt passt. Trefft, genau. 1W6 plus 3. Sind noch 6 mal 6. 3, die durchgehen. Hat er noch 2 Punkte? 3. Knapp. Er ist ja auch nochmal dran. Hast du schon gesungen? Aber du kannst gesungen? Singen. Ich kann noch singen. Es wird gesungen. Achso, das waren 2 Angriffe. Ja. Und es wird nochmal gesungen. Yeah! Yes. Jawohl! Wir wissen, wie er heißt. Wie heißt er denn? Also, er heißt... Das ist die falsche Karte. Wo ist er hier? Er heißt Karabustel, der Kobold. Ja, das war klar. Es, es lag mir auf der Zunge, ja. Die ganze Karabustel. Wenn du mich doch mal so nennst. Zerreißt er sich jetzt in 2 Hälften? Nein, bitte? Nein, noch nicht. Das ach, müssen wir behelfen. Achso, also von ja. Daher, wir müssen ihn jetzt noch du nimmst den einen Arm, ich den anderen wir und wir ziehen. Wir müssen ihn noch besiegen. Wir müssen ihn noch besiegen dann dabei. Aber das haben wir jetzt ziemlich raus. Wir haben uns ihn bis zum Schluss aufgehoben. Ja, ja, ja. Wir hätten ihn auch vorher dazu bringen können. Aber was ja, ist so ja gut aber wie das tot. Ist, also ich glaube, der ist auch nicht so doll schlimm zu besiegen. Das geht schon. Der hat keine Rüstung zum Beispiel. Nope. Sehr gut. Ja, dann. Jetzt mache ich noch mal, oder? Ja, du Stopp, kannst die beide was. Schaffen. Für 3. Meine Akrobatik zeigt mir, wie ich noch besser ausweichen kann. Und sicher ist sicher. Für einen Punkt werde ich mit meiner Schleuder... Ist fast egal. Oh, hier muss ich hochwürfeln. Das stimmt. Also greife ich den Karabustel an. Das reicht nicht. Kriege ich einen Schicksalspunkt für? Soll es reichen, ja, ne? Nee, das ist... Lass mich das so machen, weil so kann ich nochmal hiermit tatsächlich versuchen, mit dem Schwert greife ich hier den Karabustel an. Das Jawohl. Ist ein Treffer. Der darf aber versuchen, auszuweichen. 20? Yes! Angesagt! Eine 20 für den Kobold mit Ansage. Und das sind dann... Oh, verdammt, 6 Punkte. Aber die 6 Punkte gehen rein. Das heißt, er hat noch 3 Punkte, dann haben wir ihn. Das der war kann ja gar ganz, nix. Ganz, ja. Nein, der kann tatsächlich nichts, wenn man ihn erstmal hat. Wenn der dir einmal gesagt hat, wie du heißt, dann ist es auch alles zu spät. Sehr gut. Alles klar, das war mein letzter Punkt. Mehr habe ich nicht. Jetzt sind die nochmal dran und dann dürfen wir. Der Karabustel, eine 13. Das ist ein Heilzauber. Oh, oh. Er heilt nur den Mitstreitern 5, nicht sich selbst. Und er hält mit den meisten Handkarten. Das bin ich. Magiekunde, hast du nie was von gehört. Was zur Hölle? Er heilt ihn nochmal.
Die 8 ist Waffe erhitzen. Der Held mit den meisten Ausdauerkarten. Das bist nach wie vor du. Was muss ich machen? Du musst eine Karte einer Waffe zurück auf die Hand nehmen. Sowas? Ja. Ja, eine der beiden Waffen. Das die? Ist, das war eine klare Wahl. So, eine 7. Okay, er zwingt dich dazu. Jetzt viermal an, ja. Ne? Sechsmal insgesamt. Sechsmal. Du musst noch eine weitere Karte auf die Hand nehmen. Er lacht hämisch und Koboldschelte. Eine deiner Karten zufällig, oder? Wie viele Karten hast du? Ich habe 4. Handkarten 4, wie viel hast du? 5. Dann wird bei dir keine Kraftkontrolle mehr heute. Das ist egal. Und last but not least, er greift noch einmal einen Gegner nach Wahl der Spieler an. Ja, gib her. Dann ich könnte auch sicher. Ich habe am meisten Leben noch. Ja, ich habe noch 24. Du darfst. Wir wollen uns nicht in den Weg werfen, wenn du dich mit dem... Nicht ausgewichen. Sind 9 Punkte Schaden. Ja, alles gut. Alles gut. 24 minus 9, 15. So eine Fleischwunde. Ja, genau. Aber ich darf mir eine Karte ziehen, weil ich Schaden bekommen habe. Gewandt. Ja, genau. Und damit sind wir dran. Startspieler wechselt, alles ja, gerade. Du darfst, wunderbar. Du hast die Ehre. Ja, jetzt aber. Wirk ihn. Hau ihn um. Das Gute ist, wenn wir das schaffen, kann man zeigen, dass man dieses Spiel auch gewinnen kann, wenn man echt scheiße würfelt. Wenn man keine Ahnung hat, was man tut, nur für die Gegner gut würfelt. Aber dann danach haben wir es echt knapp noch gerockt. Also das war ein extrem enges Spiel. Noch nicht. Alter. Ich werde 2 Karten weglegen, dann hole ich mir die Herde. Ah! Geht los die jetzt Ochsenherde. Hier. Die Ochsenherde, jetzt gilt. Komm. Ja, dann habe ich nämlich noch 3, die sind alle weg. Ja. So, und ich bin ja der... Kampfmeister vom Dienst. Ja. Das heißt, ja, du jetzt hau ich hau einfach mit der Ochsenherde auf den Kopf. Den hau ich jetzt einfach weg. Obwohl ich minus 4 habe, yeah. Habe ich immer noch 15. Oh. Du darfst nochmal. Yes. Jetzt. Und das sind jetzt 2W6. Er ist ausgewichen, das ist halber Schaden. Das aber macht nichts, weil ich 2W6 plus 6 habe. Oh, 9. 9. Die Hälfte sind? 5. 5. 5 Punkte drauf, reicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast Karabostel weggefegt. Yes. Ein Schlag mit der Ochsenherde und die Sache war geritzt. Ja. Sehr schön. Ja, sehr gut. Wir haben es geschafft. Das war Aventuria. Ja. Und wir haben sogar noch eine Abschlussszene dabei. Genau, ich darf noch einmal was vorlesen. Einmal die andere Seite. Cool. Immerhin muss ich nicht bekommen. Das nein, ist die ist da noch drin. Das ist die einzige Karte, die da fehlt. Immerhin muss ich jetzt nicht Aspekt den kleinen Abschnitt nach der Niederlage vorlesen. Nee. Nein. Nach dem Sieg. Eure Feinde setzen sich erbittert zu Wehr, stimmt, ja. Haben ja. aber keine Chance gegen eure Kampfkraft und Entschlossenheit. Auch dem Kobold ich könnt ihr gestellt. Mit einigen Tricks und Kniffen seinen Namen entlocken. Und ihm anschließend eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Oh ja. Einige Minuten später habt ihr gesiegt und eure Feinde liegen euch tot zu Füßen oder haben ihr Heil in der Flucht gesucht. Nein. Aus dem Piratenversteck hinter der Geheimtour hört ihr ein verängstigtes Rufen. Hallo? Dort liegt die zutiefst erschrockene und ansonsten aber unversehrte Silvana. Als sie erkennt, dass ihr gekommen seid, um sie zu befreien, singt sie euch dankbar in die Arme und ihr gute fühlt euch Style. Wie echte Helden. Eindeutig. Sehr so. Schön. Vielen, vielen herzlichen Dank allen, die zugeschaut haben, allen hier im Studio. Yeah. Großartig. Ich kann mir vorstellen, dass das echt anstrengend war, die anderthalb Stunden da zu stehen und uns zuzuschauen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß. Ja, erstmal absolut. Victoria. Einmal gestorben, einmal gewonnen. Einmal gewonnen. So muss das sein. Das ist ein gutes Spiel. Ja. Bleibt uns gewogen. Wir machen jetzt kurz Pause. Ja, wir machen kurz Pause. Es geht um 17 Uhr weiter mit dem Unboxing von Hexen 733. Hexenjagd, Hexenjagd, Hexenzorn und alles, was wir in der zweiten Welle für Hexen rausgebracht haben. Exakt. Und danach geht es sogar noch besser weiter. Dann wird's besser noch, danach wird es sogar noch besser. 18 Uhr hier. Finstere Herzen, Hexen 1733, unsere Kampagne geht in den dritten Teil. Ja. Und wir haben da ein paar Fragen mit einigen Stadtbewohnern in Glashütten dringend zu klären. Das ist mit Sicherheit sehenswert, von daher bleibt uns gewogen. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, tschüss.